Okay, wir gehen jetzt in das in die Tiefen des Meeres Video von Jules rein. Wartet, lasst mich kurz gucken, ob ich das Desktop-Audio anhab. Ja, habe ich. Irgendwann öffnet man das erste Mal in seinem Leben seine Augen, tritt durch das riesige Loch dieser Welt und wird geboren. Das ist eine sehr disturbing Darstellung der Geburt. Wobei, die Geburt ist auch das traumatischste, eins der traumatischsten Ereignisse für ein Kind und für die Mutter. Weil Sauerstoff, Licht, Umwelt. Das ist sehr traumatisch. Eine Geburt ist tatsächlich sehr traumatisch. Mutterhut, wir gehen jetzt nicht auf den freaking Mutterhut. Wagt es euch, wir gehen nicht auf den Mutterhut. Hallo, Fu. Eventuelle Triggerwarnung für Klaustrophobie. I think that's so. Yeah, okay. Man macht seine ersten Schritte, besucht bitte nicht so den Kindergarten, nein, sieht die Natur, Mutterhut, die Städte und findet heraus, wie unfassbar riesig und vielseitig die verschiedenen Orte unseres Planeten sind. Und je älter man wird, desto eher wird man mit den drei heiligen Gesetzen dieser Welt konfrontiert. Was sind die drei heiligen Gesetze, für die, die es noch nicht geschaut haben? Was denkt ihr, die Menschheit wird für immer dumm bleiben? Ist auf jeden Fall das eine. Ist auf jeden Fall das eine. Es geht extrem enge Höhen und ein paar erste Minuten drum. Ich glaube, das sollte den... Also es geht um U-Boote. Das ist insgesamt Money. Pfannkuchen. Waffeln. Pfannkuchen. Finde ich gut. Money. Luna ist small, ist kein Gesetz. Geld, Macht und Ruhm. All das. Ja, Geld, Macht und Ruhm ist sehr gut. Pinke nie gegen den Wind. Stell dich beim Pissoir nicht in das Mittlere. Geld, 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 Geld. Hallo Moneten, ich mag Moneten. Katzenvideos, Memes und Toxic Gamer. Hm? Ja, sehe ich auch. Gute Nacht, Jani. Ist kein gelben Schnee, ist auch gut. Berliner Dönerbox Cornflakes vor Milch. Okay, das sind tatsächlich sehr gute. Lasst uns angucken. Hallöchen, Emser. Erstens, begib dich niemals in eine enge und tiefe Höhle. Du wirst sehr wahrscheinlich stecken bleiben. Ja. Don't fart. Klar, irgendwelche Kristalle und Stalaktiten sehen sicher wunderbar auf dem Instagram-Profil aus, aber... Warum? Warum, hallo Mun, warum? Stell dich allgemein nicht in ein Pissoir, ja. Warum? 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 Why not? Warum? Alles, was einen Eingang kleiner als Faustregel 6 Joghurt... Wir sind keine Katzen, wir sollten... Okay, ich bin eine halbe Katze. Wir sind keine Katzen, lass das, Guys. Dosen hat, ist absolute No-Go-Zone. What are you doing? Me? Just hanging around. Du willst jemanden aus einer Höhle retten? Du musst... Forscherdrang. Aber... Das wäre für mich auch der pure Horror-Kiwi. Erst einmal vorbei am Feuerloch der Verdammnis, dem Pfad, wo du deinen rechten Arm opfern musst. Den Raum, in dem dir ein Troll drei Quizfragen stellt. Den Gang mit den 30 tödlichen Indiana Jones Fallen, die von der Decke hängen, bevor du jemanden halbtot kopfüber in einem Loch auffindest. Oh ja, es kommt alles zusammen. Warum ist das so sass? Warum ist das so sass? Es ist so sass. Zweitens, begib dich niemals an die obersten 5% der Erdoberfläche. Oh mein Gott, ist dieses Video komplett über solchen Extremtourismus? Oh mein Gott, ich habe mir früher so viele Videos über Extremtourismus angeschaut. Extremtourismus ist so ein wildes Ding. Alter, Alter, der Mount Everest und auch, okay, Alter, mainly über U-Boote. Weil Extremtourismus auf dem Mount Everest, ich habe mir da so viele Dokus angeschaut. Es ist so wild. Ich mache mir gerade etwas Sorgen um Juice, warum? Extreme Ironing? Das will ich machen, Extreme Ironing. Das ist, wenn man auf hohe Berge raufgeht und dort ironed, right? Tourismus ist Hauptthema. Okay, Hallöchen, Random Time. Du schaust eines der Videos über die Dummheit der Menschen, ja. Super Luigi! Es gibt einen Grund, warum dir auf dem Weg zum höchsten Ort der Welt rutschende Leichen entgegenkommen. Du willst auf dem Mount Everest? Hier, bitteschön, genau dafür wurden Kameras erfunden. Wie bitte? Das ist nicht das Gleiche? Dafür sind wir noch am Leben und diese Liste von Leuten nicht. Das ist eine lange Liste. Das ist eine sehr lange Liste. Hey, komm, Leichen als Wegmarkierung nutzen ist total normal und nicht weird oder so. Ja, gar nicht weird oder so. Gar nicht. Absolut gar nicht. Nein, Lust auf einen Eiskotz?
Und am allerwichtigsten, begib dich niemals unter keinen Umständen in die tiefsten Gegenden des Meeres. Wir alle wissen doch schon bereits, was Wasser ist. Also warum sollten wir noch tiefer forschen? Was soll da schon bei rumkommen? Wasser 2? Alles, was lecker ist, haben wir bereits gefunden. Wasser 2, das ist wie Wasser, nur besser. Wasser 2.0, das haben wir uns ausgedacht. Und wir nennen es Dehydrogenmonoxid. Pog! Schrimp, eine Krabbe. Lecker, Thunfisch. Außerdem sind H2O2, nein! Nein, bitte, trink kein H2O2, bitte, 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 nicht H2O2, bitte, 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 nicht H2O2, nein! Bitte nicht H2O2! Ich meinte Dehydrogenmonoxid, nicht H2O2, bitte! PSA, niemand sollte H2O2 trinken, bitte! 94 fucking Prozent des ganzen Meeres. Wasser jetzt noch flüssiger, ja, Pog. Das ist auf dieser Welt noch unerforschtes Gebiet für uns Menschen, weil an den Großteil kein Licht kommt und der deswegen eiskalt, extrem druckbelastet und gleichzeitig stockdunkel ist. Und in exakt diesem Unterwasserbereich, der für Besucher genau so aussieht, Tiere leben. Wie zum Beispiel ein Fisch, der zwei leuchtende Eier als Gehirn hat und dich lustig anstarrt. Oh ja, der ist cool. Ich liebe den. Alter, die Fische. Das Krasseste, was ich eigentlich am Meer finde, ist, dass wir so wenig wissen, was da unten ist. Da unten könnte literally ein Alien sein. Also so vom Aussehen her, das, was wir uns bei Aliens vorstellen. Und das Ding ist halt, der Blobfisch ist noch nicht mal so freaking hässlich. Run, alle sagen immer, Blobfisch ist der hässlichste Fisch auf der Welt, aber das ist nur, weil er halt, weil da unten ein anderer Druck herrscht. Wenn ihr den nach oben holt, ja natürlich platscht der in sich zusammen. Dankeschön für den Follow, Sony, thank you. H2O2 hört sich ätzend an, ist Wasserstoffperoxid, das ist das, was du in deine Haare machst, damit du die blondierst. Und wenn du das zu lange in deinen Haaren hast, ja, aber rate mal, was mit deinen Haaren passiert. Das ist nicht das Hören, das sind die Augen. Es gibt aber auch welche, wo du das Hören sehen kannst. Das stimmt nicht, wir haben da unten so ziemlich alles entdeckt. Fluffy, nicht alles. Wir haben literally Gebiete, wo wir nicht hinkommen mit unseren Geräten. Hallöchen, Don, schön, dass du da bist. Der hier sieht aus wie ein Pokémon. Oh, ich liebe ihn. Das ist der Dumbo Octopus. I love him. They're so cute. Explodieren da meine Haare? Nein, die fallen aus. Oh, warum bist du so traurig? Warum bist du so hässlich? Warum bist du so aggressiv? Warum sind die meisten von den Unterwassersachen sind hässlich? Ich verstehe es nicht. Hat die Natur sich einfach gedacht, okay, wir machen keinen... Okay, die ganzen süßen Wesen machen wir ein bisschen weiter nach oben und alles, was hässlich und gruselig aussieht... Nach da unten, wir verbannen es. Das ist wie mit Australien. Alles, was giftig ist, Australien. Drogen machen hässlich. Druck macht hässlich. Hier hört ihr es als erstes. Der hier wird dich töten. Der hier wird dich töten. Der hier wird dich töten. Der hier wurde Fußballfisch getauft. Tentakelmonster, Riesententakelmonster, Gigatentakelmonster. For centuries, the bottom of the deepest seas have been off limits for a good fucking reason. Elden Ring Endboss-Gegner, gegen den du nicht im 1 gegen 1 antreten. What was that? Oh mein Gott. Und wo dürfen wir Druck ablassen? Gar nicht. Hässliches lebt im Dunkeln. Ich weiß schon, warum ich mein Licht aus habe. Hässliches lebt im Dunkeln und unter Druck. Jetzt weiß ich, warum ich mir immer so viel Druck mache. Unter Druck entstehen die aber nicht... Ach, come on! Ich darf doch auch meine Jokes machen. Ich mach... That's how I cope, okay? Andersherum, da unten kann eh nichts anderes gut... niemand anderes gut sehen. War kein Need, um eventuelle Paar... Ah, nach dem Aussehen... Aber das kann actually sogar sein. Deswegen sind die auch ganz oft... Also nicht deswegen, aber die sind ja auch die meisten davon pigmentlos, einfach weil da unten keine Sonne ankommt. Hallo, Octan Bieber! Thank you so much for the 150 Ninja! Was ist das? Oh mein Gott, was ist das? Aber Jokes, die sich selber runtermachen, gehören gebongt. Hey, congrats to 15k, thank you! Ein Computer-Gaming-Setup, wenn es ein Unterwassertier wäre. Oh, das ist so geil. Das ist, glaube ich, eine Qualle gewesen. Oh. Ich
Ich liebe die. Dieser ich liebe die. Fisch. Ich liebe die. Sieht so aus, als hätte er überhaupt keine Lust, morgen zur Arbeit zu gehen. Still no sign of human life. Was that a flying fish? Ich glaube auch nicht, dass wir damals, als wir noch hässliche Fische waren, aus dem Meer gekrochen sind, um uns weiterzuentwickeln, sondern weil wir fucking Angst vor dem hatten, was da unten noch so rumspielt. Probably Bioluminescence ist cool. Es ist halt einfach literally RGB-Fisch. Ein RGB-Fisch und Flying Fishes und Bitey Fishes. Fisch. Doch wenigstens bist du dort unten sicher vor Menschen. Das ist wohl einer der wenigen Vorteile, die... Was war das? Wir haben mitbekommen, dass du deine Steuern nicht gezahlt hast. Steuern hinterziehen ist eine Straftat. Außerdem... So würde das Finanzamt wirklich vorgehen, glaubt mir. Genau so würde das Finanzamt vorgehen. Das wäre so... Ja, also freitags machen wir um 12 Feierabend. Davor haben wir noch eine Unterwasser-eine Tiefseeerkundung geplant, weil jemand seine Steuer nicht zahlen wollte. Leute, wir müssen das jetzt noch bis 11.30 Uhr hinbekommen. Ich möchte bitte pünktlich um 12 Feierabend machen, ne? Es ist schließlich Freitag. Heute ist noch nicht Freitag, aber ja, basically das. Geht's etwa schon vorher da? Random Wasserexplosion. Riesige Löcher, die dich einsaugen können und dich daraufhin zu einem Teil von Atlantis machen. Unter Wasser tauchen in Höhlen rein. Da würden mich keine 20 Pferde hinkriegen. Das aber vor allem, weil der Höhleneingang 3 cm groß ist. Immer noch nicht überzeugt? Okay. Es gab 1997 einen Sound mit dem Namen Bloop, der von Navy-Unterwassermikrofonen aufgenommen wurde. Ich liebe dieses Mikrofon. Leute, woher kriege ich dieses Mikrofon? Wartet. Und mit dem Namen Bloop, der von Navy... Das da. Woher kriege ich das? Ich will das haben. Woher kriege ich das? Magst du es Katzewasser? Ich mag nicht schwimmen gehen mit anderen Leuten. Abend. Hallöchen, Darkness. Amazon. AliExpress. Probably AliExpress. Ich liebe das. Das ist richtig schön. Subnautica Music. Yes. Navy unter Wasser. Ich muss das mal spielen. Der Bloop ist aber bereits aufgeklärt. Ich glaube, ich habe schon mal darüber gehört. Von Mikrofonen aufgenommen wurde. Dieser Sound war einmalig in einem Radius von 5000 Kilometern des Ursprungsortes zu hören. Heißt, du hättest ihn beim Schnorcheln in Frankreich gehört, wenn der Originalstandort in den Buchten von New York gewesen wäre. Was zum freaking Teufel. Hast du Subnautica gespielt? Nö, noch nicht. Das Ding sieht aus, als würde das eine Frau in der Nachttischschublade haben. Was? Das Problem ist, das Audioprofil weist deutlich auf ein Meerestier hin. Allerdings gibt es noch kein entdecktes Tier, was ein anatomisches Profil für ein fucking 5000 Kilometer weites Geräusch hat. Das Mikro, hey, das ist ein Teddy! Und so wurde die Erklärung vom Bloop-Monster geboren, was ungefähr so aussehen müsste, um dieses Geräusch irgendwie produzieren zu können. Das wäre ein bisschen sehr groß. Dankeschön, Salros. Und ich trinke auch gleich was. Das wäre ein bisschen sehr freaking groß. Das würde mir ein bisschen Sorgen machen, wenn ich dem... Oh mein Gott, es kostet einfach nur 30 Euro. Warte, Luna spielt irgendwann Subnautica. Maybe irgendwann. Viel Spaß, wenn ihr das nächste Mal tauchen geht. Den Bloopfisch übrigens nicht zu verwechseln mit dem Blobfisch. Der sieht gar nicht so hässlich aus. Es ist nur der Druck. Fisch, der oft als das hässliche... Heilung, Geräusche. Wow, ich bin... Der Lautstärkepegel hat 90 Dezibel. Ich bin laut, Leute. Vielleicht sollte ich... Ich bin lauter als 90 Dezibel. Oh mein Gott, was ist... Was ist 90 Dezibel? Was ist so laut wie 90 Dezibel? Oh, freaking hell. Ich bin so laut wie ein Handschleifgerät. Ich bin ein freaking Handschleifgerät. Ich bin eine Boeing 747.
auf 500 Metern. Scheibenkleister. Oh no. Oh no. Warum überrascht mich das nicht? Okay, vielleicht sollte ich ein bisschen leiser sein. Das können nicht viele von sich behaupten. Oh mein Gott, vielleicht sollte ich Grüße an die Nachbarn. Eher Grüße an meine Mitbewohnerinnen. Oh Gott. Lasst uns weiterschauen. Dankeschön nochmal für die 33,33 Euro. Du bist besonders Dankeschön. Nächste Wassertier. Aber in einem schlechten. Ja. Nicht zu verwechseln mit dem Blobfisch, der Fisch, der oft als das hässlichste Wassertier unseres Planeten bezeichnet wird. Naja, auf jeden Fall ist es somit nachvollziehbar, dass sich viele Leute denken, unter Wasser tauchen? Nope. Doch diese Regel gilt längst nicht für alle Menschen auf dieser Welt. Also tauchen ist eigentlich ganz cool, aber ich glaube nur bis zu einer gewissen Tiefe. Dann hallo Energy. Das hier ist der Unternehmer und Businessman Stockton Rush. In Fachkreisen wird er der Elon Musk der Tiefsee genannt. Doch lässt sich diese Beschreibung heutzutage positiv als auch negativ auslegen. Glauben Sie? Ja, ich würde nicht der Elon Musk der Tiefsee genannt werden wollen. Sie, dass ich Elon Musk bin? Diese Frage stellte mir Elon Musk gegen Ende eines langen Elon Musks in einem edlen Elon Musk. Sein Leben verbrachte er damit, verschiedene Dinge zusammenzubauen, zu konzipieren und sich als Ingenieur in die aufregende Welt des Fortschrittes zu stürzen. Pog! Wow. Er war ein Mann. Alter, der hat einfach Computer reparieren durchgespielt. Den wirst du auch nie wiedersehen. Ach, war das der Dude, der in diesem Ding war? Wer schreibt eigentlich mit dem gerade im Chat? Ich? Hä? Natürlich. Warte, warum soll irgendjemand anderes schreiben? Der gerne etwas tiefer in die Themen eintauchte. Und so fand er mit den Jahren seine Begeisterung für die Unterwasserwelt. Und Stockton hatte einen großen Traum. Mit den 94% der Tiefsee, die uns Menschen noch verwehrt bleiben, wollte er als erster Mensch die Reise in die Tiefen des Meeres zur Tourismusattraktion machen. There is no private access to the deep ocean. And yet, there's all this life to be discovered. The future of mankind, I like to say, is underwater. Und was braucht man da? Also, ich weiß ja nicht, wenn wir... Tatsächlich ist das Problem... Dankeschön für den Follow! Tatsächlich ist das Problem, wenn wir zu lange Wasser ausgesetzt sind, wird sich unsere Haut abpeelen und sowas. Also, Wasser ist gar nicht so gut für den Menschen. Also, für unseren menschlichen Körper. Unser menschlicher Körper ist nicht gemacht, dafür lange im Wasser zu sein. Weil unsere Haut quillt dann auf und... also der ist einfach nicht dafür gemacht, lange da drin zu sein. Schrumpelhaut, ja, aber Schrumpelhaut in einem ganz schlimmen Sinne. Der Typ ist so tot, wie ein Mensch sein kann. Das ist nicht gut. Deswegen duschen wir auch nicht. Ihr solltet schon duschen. Also ein bisschen Wasser braucht ihr dann schon. Gute Nacht, Antos. Dafür? Richtig. U-Boote und massive Eier. Holy shit. Nun, Stockton Rush hat zuvor schon Flugzeuge gebaut. Ein U-Boot wird bautechnisch schon nicht allzu weit entfernt sein. Und so gründete er 2009 die Firma Ocean Gate, mit welcher er ab sofort die ersten Touristen für ein wenig Geld auf spannende und nervenkitzelnde Unterwasserreisen begleiten sollte. Touristen wie zum Beispiel Macklemore. Now we're submerged. Was? Macklemore? Ich wusste, by the way, nie, wie Macklemore aussieht. Ich habe seinen Namen bis jetzt nur gehört. Ich habe keine Ahnung, wie der Dude aussieht, aber das ist scheinbar Macklemore. I guess. And dreams. Es ist, glaube ich, ein Musiker. Become a reality. Hey, Macklemore, can we go thrift shopping? No. Der für eine PR-Aktion sich mit Stockton Rush ein paar Haie anschauen durfte. Oh. Und ich meine... Wir reden nicht drüber. Haie angucken ist cool, aber das kann man auch... Wenn das leider
danke für den Follow. Ohne ein U-Boot. Er wollte mehr. Er wollte in Zukunft Unterwasserbasen bauen, wie man sie bisher nur aus Filmen und Spielen kannte. Aber es gibt sowas teilweise sogar schon. Es gibt auch ein Hotel unter Wasser. Warum schreckst du dich so ab? Was weiß ich denn? What the fuck? Kilometer tiefe Tauchgänge. Um die Geheimnisse der Tiefsee zu erforschen. OceanGate als Firma sollte herausstechen. Stockton Rush wollte alles. Stockton Rush wollte tiefer. Tiefer. Sorry, der musste sein! I'm sorry. Ja, ja. Das Wrack der RMS Titanic. Das legendäre Schiff, welches vor genau 111 Jahren mit Leonardo DiCaprio an Bord gegen einen Eisberg rammte und seitdem Kilometer weit. Alter Geist, ich habe mich bloß gerade dran erinnert. Ich habe mal, als ich bei Betty war, die haben da so ein Ding, ich weiß nicht, wer von euch da schon mal war. Die haben da so ein Ding, Panometer oder so heißt das. Und da gab es mal so eine Titanic-Ausstellung, wo die Leute wirklich zur Titanic getaucht sind. Aber nicht mit einem U-Boot, sondern wirklich getaucht. Und dann richtig geile Fotos gemacht haben. Die habe ich geliebt. Ich glaube, ich war da mehrfach drin, wenn ich Betty besucht habe. Weit unten auf dem Meeresboden ruht. Es hat Jahre gedauert, es zu... So ein Ding, das ist so ein 360-Grad-riesige Fotoleinwand. ...finden und die meisten Menschen werden es wahrscheinlich niemals mit ihren eigenen Augen erblicken können. Wenn man genau zuhört, hört man das alte Klavier noch klimpern. Du, das glaube ich allerdings nicht. Panorama? Ja, aber es heißt Panometer, das Ding. Also es ist ein Panoramabild, aber es heißt Panometer. Die Schiffskapelle, die bis zum Ende spielte und seitdem als Geister... ...getaucht, I guess... Warte. Panometer. Titanic. Ja, das ist immer von dem Künstler, wie hieß er? Ja, Assisi. Guterna Band. Was haben die denn gemacht? Steht hier irgendwo, wie die da hingekommen sind? Das heißt Panorama. Hä? Nee. Hä? Now I'm confused. Da steht Panorama. Panometer. Doch, das Ding heißt Panometer, wo ich war. Es ist... Da steht aber, es heißt Panometer. Also es ist ein Panorama, aber es heißt Panometer. Linker Schafgut. Ich finde bloß gerade nicht, was sie genau gemacht haben. Wartet mal. Gibt es hier irgendwie eine Geschichte? Ich finde gerade leider nicht, was er genau gemacht hat. Aber es war sehr cool. Alles gut, Linke. Es war sehr, sehr cool. Vielleicht haben sie es auch in ein U-Boot runtergeschickt. I'm not sure. Ja, um das... Der Druck ist... Der Druck ist da unten. Every Luna Blanky, Every Luna Blanky, Every Luna Blanky. Dann sind sie maybe doch mit einem U-Boot runter. Ich weiß ja nicht, wie tief der Stuff liegt. I have no idea. Wrack der Titanic herumschwirrt. Auf dem sandigen Boden die Artefakte von einem Ereignis, welches sich vor mehr als einem Jahr... Okay, ich wusste nicht, dass das so tief liegt. I'm sorry, dann habe ich einfach Bullshit erzählt. ...Jahrhundert abspielte und neben einer Kollektion von alten Tellern ein wertvolles Gemälde vom Eisberg und der Titanic selber. So romantisch. Stockton Rush wollte für einen Betrag von satten $250,000 Touristen auf eine U-Boot-Fahrt zu dem spannenden Wrack der Titanic begleiten. Und die Zeit lief ihm davon, denn jeden Tag wird das Wrack von einer Art Bakterium aufgegessen und verliert somit immer mehr an Form. The Titanic will melt away and be gone. Was für ein Bakterium aber? Davon hatte ich noch gar nicht gehört. Sagen wir es, wenn das nicht so tief wäre, wären die in dem U-Boot nicht zerquetscht worden. Okay, ja, das macht auch Sinn. Aber ich frage mich gerade, was es für ein Bakterium ist. Das würde mich eher... Leute, ich weiß doch, was mit dem U-Boot passiert ist. Don't worry, das weiß ich doch. Ihr müsst mich... Es ist kein Spoiler für mich. Ich habe das schon mitbekommen. Ich kriege sehr wenig in den Nachrichten mit. Also wirklich sehr, sehr wenig, weil ich versuche, einfach für meine Mental Health mir relativ... wenig von all dem BS, der in der Welt rumläuft, anzusehen. Aber das habe ich mitbekommen. Das mit dem U-Boot war ja auch überall, ja, weil ich habe es halt über Twitter mitbekommen, so. In 20 years. Das Wrack liegt auf einer Tiefe von ca. 12 Eiffeltürmen. BS ist Bienenstich, ja. Ah, da wird
uns nochmal erzählt, wie weit 64 Fußballfeldern ist. Oder 9,3 World Trade Centern. Sorry, und so werkelte der Meisteringenieur zusammen mit seiner Crew an mehreren U-Booten, welche den tiefen Druck von fast 4000 Metern aushalten sollten, um damit zahlreiche Interessierte zur Titanic zu befördern. Oh man. Danke für den Follow, thank you. Nein! Nein! Nachdem die meisten davon sich als nicht wirklich funktionsfähig für eine Reise zur fucking Titanic erwiesen, konstruierte er dann das bautechnische Meisterwerk, die Ocean Gate Titan, the Queen of the Fleet, welche dann 2021 schließlich eingeweiht wurde. Das bin ich bei Vorträgen! Glas ist eine gute Idee. Glas auf Glas ist eine sehr gute Idee, ja? Also es ist bestimmt sehr krass verstärktes Glas, weil... Ja, aber das bin ich bei Vorträgen. Hallo Flutterfee. And that will open up 50% of the planet. Und wie man erkennen kann. Oh Gott, sieh das Video zum 8. Mal. Ist doch voll okay. Hallöchen, Clippy, how are you? Es klappte hervorragend. Ganze 90 Mal sollte sich die Titan mit einer Crew auf einer Reise zum Wrack der Titanic begeben. Und der Ablauf läuft wie folgt. 90 Mal? Also ist das Ding schon 90 Mal gut gegangen? I guess. Hallöchen, Kaido und Dedo. Rostflocken, eine Bakterienart, die nach ihrem Fundort Halomonas Titanica genannt wurde. Ah. I see. Sollte. Ja. Natürlich, ist ja klar. Aber es ist schon 90 Mal gut gegangen davor. Interesting, das wusste ich noch nicht. Man steigt mit einem... I will let him cook. I will let him cook. ...einer maximal fünfköpfigen Crew in das U-Boot, an dem Gewichte dran sind, und taucht 2,5 Stunden lang zur spannenden Todesstätte von mehr als 1500 Leuten. Dann schwimmt man ein paar Stunden rum. Juhu, hier ein cooles Wrack, hier ein cooler Becher, hier die Knochen von Leonardo DiCaprio. Du, ich hoffe mal nicht, dass das die Knochen von Leonardo DiCaprio sind. I hope not. I hope they are not. Damit der U-Boot-Kapitän auch weiß, wo er hin muss, kriegt er Kommunikationssignale wie geradeaus, rechts oder SOS, sende Hilfe, wir werden sterben, das Blutmonster greift an. An das Mutterschiff an der Oberfläche. Wenn man genug... Aha. Sagen wir so, ich finde, ich habe einen sehr großen Respekt vor Wasser. Ich würde das niemals machen. Bye, Chris. Genug gesehen hat, drückt man... Leute! Es ist okay, ich weiß, was in dem Ding passiert ist. Es ist kein Spoiler. Es ist okay. Den grünen Knopf pumpt die Flüssigkeit aus den Behältern raus, ersetzt die Gefäße somit mit Luft, lässt die Gewichte fallen, wird somit leichter und taucht wieder hoch. Yippie, hurra! Stockton Rush hat eine Million gemacht und wir haben die Titanic gesehen. Okay, warum sind diese Bilder so wild? Diese Bilder sehen einfach nur so freaking wild aus. What the freaking hell? What the hell? Warum sehen diese Bilder einfach so wild aus? Es produziert Säure. I see. Es sollte wie ein stinknormaler Aufzug funktionieren. Ja, naja, das ist ein bisschen schwierig. Oh, fuck. Von internationalen YouTubern bis zu Leuten, die Dokumentarfilme über die Firma drehten, bis hin zu Titanic-Enthusiasten, die nach dem Tauchgang in Tränen zusammenbrachen, waren alle möglichen Menschen dabei, um nicht nur die Firma weiter zu finanzieren, sondern auch den U-Boot-Tourismus bekannter zu machen. Come join us on our next expedition. Don't miss the opportunity to be part of history. The Ocean Gate Titanic Experience. Denn Stockton Rush wusste... Bitte erzählt mir, dass die Explosion eingefügt war. Bitte erzählt mir, dass die Explosion eingefügt war. Please tell me this explosion... dass die Explosion eingefügt war. Bitte. Bitte sagt mir, dass das nicht irgendjemand abgenickt hat und gesagt hat, ja, das ist ein guter Film. Das ist ein guter Film. Leider nicht. Bist du dir sicher? Bitte sagt mir. Es sollte wie ein... Die war echt. Das war wirklich das Werbevideo?
Ding normaler. Bitte sag mir, das war nicht das Werbevideo, bitte. Internationalen bitte. YouTubern bis bitte. Zu Leuten, die Dokumentarfilme über die Firma drehten, bis hin zu Titanic-Enthusiasten, die nach dem Tauchgang in Tränen zusammenbrachen, waren alle möglichen Menschen dabei, um nicht nur die Firma weiter zu finanzieren, sondern auch den U-Boot-Tourismus bekannter zu machen. Come join us on our next expedition. Das hier ist eindeutig normal. Don't miss the opportunity to be part of history. Ich meine das, was jetzt gleich kommt. Das hier ist eingefügt, bitte. Die gehört dazu, fucking hell. Okay, also wenn das Ding in dem Spot war, dann frage ich mich, warum? Feuer unter Wasser ist Kenny nur von SpongeBob, ja. Einfach Foreshadowing. Oh Gott, ja. Hallo, Gistrox übrigens auch nochmal. Ich fand die Folge gut. Ich fand die Folge sehr gut, Clippy. Wir haben uns die schon angeguckt. Frau Ever, mäßigen Sie Ihre Sprache. I'm so sorry. Wir hatten einen Raid in Final Fantasy 14. Ich hoffe, dass es gut gegangen ist. Gutes Marketing, das ist nicht gutes Marketing. Titanic Experience. Das ist einfach... Das sieht aus wie Stock Explosion. Das ist einfach nur so... Oh, I'm gonna make it epic. How do we make it epic? Just add some explosions! Das wirkt wie ein Video gemacht von Highschoolern. Titanic Experience. Feuer unter Wasser ist realistischer als Explosionen mit Ton im Weltall. Das stimmt, aber trotzdem. Denn Stockton Rush wusste, er sitzt auf einem Monopol. Die Unglücksstätte der Titanic war für ihn eine finanzielle Goldmine. Are you making money on this operation? No. Not yet. You are a compulsive liar. Und ich muss schon zugeben, dass das Foto vom Macher der Simpsons mit der echten Titanic im Hintergrund wahrscheinlich ziemlich cool aus seiner mit Humor gefüllten Facebook-Timeline aussehen muss. Warte, was? Ich muss das nochmal sehen. Ich muss es nochmal sehen. Die Unglück- on this operation? No. Aber cool guys don't look at explosions. Do they? Yes. Do they not? You are a compulsive liar. Und ich muss schon zugeben, dass das Foto vom Macher der Simpsons mit der echten Titanic im Hintergrund. Also, ich muss ja sagen, danke schön für die Clips, guys. Aber ich muss ja schon sagen. Dafür! Würde ich nicht so, also für das würde ich nicht das Risiko auf mich nehmen. Für das. Hi, Master of Destruction. Titanic im Hintergrund wahrscheinlich ziemlich cool aus seiner mit Humor gefüllten Facebook-Timeline aussehen muss. I don't have a boyfriend and I don't want it. Stockton Rush überwältigte die Leute mit seiner Leidenschaft zur Titanic. In ihm brennte eine Flamme, die andere davon überzeugte, selber mal bei so einer Reise mitmachen zu wollen. Und so plante man im Juni 23 eine weitere Expedition zur Titanic. Es war für Stockton Rush ein ganz normaler Sonntag. So ist es dein Big Day. It is my big day. How are you feeling? Very excited. Diesmal haben sich vier andere Passagiere von der Idee. Ich habe schon gemerkt, dass es in den letzten Folgen sind weitaus mehr, weitaus mehr, Erschrecker drin. Das ist schrecklich. Begeistern lassen, die Titanic endlich mal mit ihren eigenen Augen sehen zu können. Der zufällig reichste Mann Pakistans, zusammen mit seinem Sohn, welcher vorher bei dem Guinness-Weltrekordverein ankündigte, 4000 Meter weit unten vor der Titanic einen Rubik's Cube lösen zu wollen, um damit einen Weltrekord zu brechen. Der französische Titanic-Experte und auch Milliardär Paul. Was für einen Weltrekord wollte er brechen? Der Rubik's Cube am weitesten unter Wasser oder was? Henri Nagiolet und noch ein Milliardär, der Investor und Astronaut Hamish Harding. Wir sind exzentrische. Ja, aber das ist doch langweilig, wenn du in einem freaking U-Boot bist. Da musst du schon selber tauchen. Ja, aber da musst du schon selber tauchen. Also, sorry. Ne, das sehe ich nicht ein. Du bist in einem freaking U-Boot.
Du bist in einem freaking U-Boot. Die Leute tun halt alles über die Rekorde. Du bist in einem freaking U-Boot, da musst du schon selber tauchen. Reiche Säcke. Also gehen wir auf 4000 Meter runter und ziehen James Cameron die Hose runter, während er die Titanic erforscht. Ich meine, so eine Reise ist für Superreiche eine verlockende Sache. Der 7. Ferrari ist nach dem 8. Mal fahren auch irgendwie langweilig geworden und der Privatjet hat nicht mehr den gleichen Charme wie früher, also... Das stimmt, ich hätte aber auch gerne einen Privatjet. Warum nicht einfach mal die Titanic sehen? Es war exakt 4 Uhr morgens auf hoher See, als das U-Boot Titan mit seiner fünfköpfigen, gespannten Crew in die Tiefe zum Wrack der Titanic hinabtauchte. Und genau eine Stunde und 45 Minuten später, Kontaktabbruch. Die Kommunikation vom Mutterschiff zum hinabsinkenden U-Boot wurde gekappt. Ich fand das halt schon sehr krass, wie einfach so ein U-Boot dann so plötzlich verloren gehen kann. Das ist halt schon crazy. Passagiere, tausende Meter tief, gefangen in einem U-Boot ohne Kommunikation zur Außenwelt. Zusteuernd auf ein Wrack eines Schiffes. Ich würde halt, also wenn ich nicht mehr kommunizieren könnte, würde ich halt sofort versuchen, irgendwie hochzukommen wieder. Wisst ihr, was ich meine? Da würde ich für sowas nicht aufstehen. Also ich weiß halt nicht, inwieweit sie Kontrolle darüber hatten, aber ich würde halt sofort versuchen, hochzukommen. Aber ich weiß halt nicht, wie viel man Bolt Mission, ja, ich weiß aber nicht, wie viel manchmal gibt es ja so Punkte, an denen man nicht mehr weiß, ob man hoch oder runter geht. Ich weiß nicht, wie das da ist. Die Subnautica-Musik ist schon, ja. Aber die waren aber sofort tot, no? Das weiß man nicht. Das weißt du nicht. Batterien vom Controller leer. Ich weiß, dass die diesen Controller hatten, aber trotzdem hatten die ja noch andere Systeme, wie die hochkommen hätten können, technically. Wenn man sieht, wie tief es ist. Da war nichts mehr mit irgendwas machen. Aber ich glaube, die waren nicht sofort tot. Wird noch aufgeklärt. Okay. Bis welches hunderte von Menschen in den Tod gestürzt hat. Und als nach mehreren eingeplanten Pufferstunden die Kommunikation immer noch nicht hergestellt wurde, kontaktierte man schließlich die Küstenwache und die große... Nach mehreren Stunden? Nach mehreren freaking Stunden? Wow. Aktion ging los. Es sollte ein Wahnsinnsabenteuer sein. Herausgekommen ist ein Wahnsinnsalbtraum. Und dadurch drang die Nachricht. Haben die gewartet? What the Schließlich auch zu den Medien durch. Und was daraufhin geschah, das erfahrt ihr nach der Werbung. Oh, heiliger Finanzguru, nachdem ich mir endlich die App heruntergeladen habe, habe ich jetzt 3 ganze Wünsche frei. Ich wünsche mir einmal, dass Schildkröten sich nur noch auf einem Skateboard fortbewegen können. Die Schildkröten sind so süß. Ich weiß nicht, für wie viele Stunden das Boot Sauerstoff an Bord hat. Ich glaube, es waren mehr. Dass ich durch die Finanzguru-App großes Reichtum erlange und als... Alter, er sollte wirklich, also Jules sollte wirklich für, sollte insgesamt Werbung machen. Er sollte einfach für angeheuert werden, dafür Werbung zu machen. Ich sag's euch. Skateboard-Tüttel, Skateboard-Tüttel! Als drittes wünsche ich mir einen riesigen Cock. Was? Wait, what? Nach der ersten Stunde dachte man sich, ach komm, lass noch eine warten, 8 Stunden später. Oh Mist, man soll mal was tun. Ich würde nicht mal eine Stunde warten, wenn jemand... Okay, jetzt mal ganz ehrlich, wenn jemand unter meiner Aufsicht bei einem U-Boot nicht sofort respondet, würde ich noch das mehrfach probieren und dann sofort die Küstenwache rufen. Er ist in einem freaking U-Boot! Stell mir gerade Jules mit UFO-Werbung vor. Könnte gut sein. Subnautica-Werbung wäre... Ah, Subnautica-Werbung wäre für das Video echt gut gewesen. Oh, verdammt! Dank der Finanzguru-App weiß ich endlich, dass 63% meines Monatsgehaltes in Beyblade zu investieren keine gute Idee ist. Dank aber das mache ich immer gerne. Finanzguru muss ich jetzt... Was sollen die denn machen? Endlich ja, also sorry, aber Fluffy, die haben nach 8 Stunden sich gedacht, ah, man könnte ja mal die Authorities... Die haben ja trotzdem noch nach den Menschen gesucht. Es wäre ja eine Option gewesen, dass sie noch am Leben waren. Das ist das U-Boot abschleppen. Nee, aber die haben nach dem U-Boot... Okay, Fluffy, die haben nach 8 Stunden Leute kontaktiert, um die zu suchen. Das hätte man sofort machen müssen.
Sonst kannst du auch nach 8 Stunden es sein lassen. Das ist ja die gleiche Begründung. Ja, was hätten die denn machen sollen? Dann hättest du es auch gleich nach 8 Stunden sein lassen können. So, also das ist ja keine Begründung. Also man hätte alles probieren sollen. Kommunikationsabbruch war ja normal, ja, aber nicht 8 Stunden warten. Like, what the hell? Hallo, Wolfsherz. Eine Kerze mehr unter meinen Duschkopf halten, damit das Wasser warm wird, weil ich herausgefunden habe, dass ich 22 verschiedene OnlyFans-Fuß-Accounts-Abos auf einmal laufen lassen habe. Oh, wie bitte? Man kann Verträge auf einem Schlag alle über die App kündigen? Wow, das ist ja wunderbar. Die App ist bekannt aus... Fluffy, man wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es kaputt ist. Serien wie Höhle der Löwen, Donald Duck, Breaking Bad, Haus des Geldes, Lucky Luke, Hannah Montana, Phineas und Ferb, Fortnite, Minecraft. Wusstet ihr, dass 95% der Spielsüchtigen aufhören, bevor sie einen großen Jackpot gewinnen? Mit Finanz... Oh Gott, nicht diese Werbung, nicht sowas. Oh, ich hasse das. Das kriege ich legit immer auf YouTube manchmal. Also, bevor ich YouTube Premium hatte. Wie schreiben die Kündigung? Actually cool. Ich glaube, du kannst die halt dadurch ein bisschen besser zusammenfassen. Hallöchen, B-Junkie, viel Spaß mit den Emotes. Ich bekomme die auch noch. Well. Guru Plus kannst du zum Beispiel tiefgehende Analysen darüber, wie sich dein Vermögen entwickelt hat, nutzen. 0 Euro, 0 Euro, 0 Euro, 0. Wer auch immer da draußen diese Werbung gerade nicht schaut, hört auf, meine fucking Werbung zu skippen. In der App sieht man... I watch it. Dankeschön, Jubo, für den Follow. Lustig, dass sie ihm die Werbung so abgenommen haben. Die Erfahrung, die meisten Leute mit Werbung, also die meisten Firmen, die direkt, also nein, die meisten Influencer mit echt, also mit direkt mit den Firmen haben, sowas sehen die Firmen lieber als, hey, yo, Leute, das ist mein Partner, bitte kauft das. Das ist voll das gute Produkt. Ich lese hier mein Skript ab. Also, da merkt man ja auch nur so, ja, ich lese mein Skript ab, wow, super, guter Partner, yay. Weißt du, das nehmen die Leute eher nehmen die Leute sowas Kreatives ab, weil dann die Leute, also ganz ehrlich, ich würde mich hier fühle mich von dieser Werbung weitaus besser angesprochen als, hey, das ist gut, cool, kauft mal. Dankeschön, Motto, für den Follow, thank you. Man alle Versicherungen auf einen Blick. Gott sei Dank habe ich mich gegen Kometeneinschläge versichert. Hinterzieht eure Steuern jetzt auf keinen Fall mit der Finanzguru-App, weil da sind alle Ein- und Ausgaben perfekt aufgelistet und das Finanzamt wird ein leichtes Spiel haben und einen Terminator auf euch losschicken. Wow, Jules, das ist mal wieder eine super seriöse Werbung. Ja, es ist super seriös. Dankeschön für den Follow, thank you. Schicken wir genau so ab. Hol dir jetzt die Finanzguru-App und benutze den Code Jules, um Finanzguru Plus für ganze 3 Monate kostenfrei zu benutzen. Für sehr viele atemberaubende Vorteile. Oh mein Gott, die App ist so gut. Ich ersticke. By the way, wirkt es so, als würde ich Werbung ablesen? Ich würde eigentlich nicht sagen, weil ich nämlich sehr stark hinter dem Produkt stehe, für das ich Werbung mache. Just saying. Ich probiere mir wenigstens Dinge einfallen zu lassen. Ich bin zwar nicht der beste Video-Editor, aber ich probiere mir Dinge einfallen zu lassen, damit ich auch das Produkt nice so gut rüberbringen kann, wie es halt ist. Hallo Anni, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Die meisten, die Reacts machen, lassen die Werbung von Jules meist als einzige durchlaufen. Ich lasse eigentlich immer Werbung durchlaufen. Hallöchen, Uzuki. Werbung Ende. Die Nachricht vom verschwundenen U-Boot erreichte also Stück für Stück die Medien und so kam langsam ans Licht, auf was für einem unfassbar riesigen Eisberg dieses ganze Projekt eigentlich gebaut wurde. Ocean Gate shouldn't have been doing what it was doing. I think that's pretty clear. Angefangen mit der Konstruktion des Ocean Gate Titan U-Boots kamen Stück für Stück immer mehr Infos und Details an die Oberfläche und so entpuppte sich langsam aber sicher, was für eine absolute Shitshow dieser Mann da ablief. Ich würde allgemein nicht in solche U-Boote reingehen. Ich finde sowas allgemein gruselig. Ich hatte mal eine Zeit, wo ich ganz, ganz viele Dokus geschaut habe und da habe ich auch ganz viele Dokus über U-Boote geschaut und ich fand an sich schon U-Boote immer gruselig. Gute Nacht, Seven. Idea of safety, then you're doing it wrong. Okay, wir spulen ein paar Jahre zurück. Nein, nicht zu dem allerersten U-Boot, was jemals gebaut wurde, sondern zu 2017, als Stockton Rush anfing, dieses Prachtstück zu konstruieren. Nun, es kann sein, dass dieser Mann ein wenig geschlampt hat beim Bau von diesem wie ein Wal-Dildo aussehende Stück von Gefährt.
Und jetzt darf er das Ganze auch noch selber ausbaden. Das Wortspiel war nicht beabsichtigt. I'm a civilian. Also, holt eure Zettel raus. Es wird Zeit für eine kleine Physikstunde. Ja. Ich kann kein Physik, aber ich hoffe, dass ich Physik jetzt verstehen werde. Ich bin so... Alter, das ist legit eines der Module, wo ich immer am schlechtesten drin war. Physik. Physik. Ich bin so... Ich kann einfach keinen... Ich bin einfach so schlecht in Physik. Ich bin ready. Seid ihr alle rettig? Habt ihr alle eure Zettel und Stifte? Drew ist einfach Physiklehrer. Ja, let's go. Physik. Physik. Kann nice sein. Es kann nice sein, aber ich kann es nicht. Your submarine is very safe. Als Material zum Bau von U-Booten nimmt man eigentlich Stahl oder Titanium. I am a... Der sich bei dem Unterwasserdruck dehnen kann und womit baute er sein U-Boot? I'm scared. Hallöchen, Runaway Fan, I'm scared. Kohlenstofffasern. Carbon Fiber. Carson's Flyer. Carbon's Fiber. Er meinte, er sei Innovator und erfinderische Menschen wie er müssten Grenzen überschreiten. Man würde sich an einen erinnern für die... Und das kann sich nicht ausdehnen, oder was? Aus Plastik Poggers! Die Regeln, die man gebrochen hat. U-Boot auf Carbonum gesneakt, ja. Remember for the rules you break. You know, I've broken some rules to make this. I think I've broken them with logic and good engineering behind me. The carbon fiber and titanium, there's a rule you don't do that. Well, I did. Und hat er keine Tests? Das bricht bei zu viel... Das... Und er hat nicht irgendwie Tests vorher... Er dachte sich einfach nur so, ah, diese Videos... im Internet von wie Carbon zerbricht. Testkosten. Aber das ist legit ein freies Video im Internet! Google einfach Carbon Fibers Breaking! Schau weiter, oh Gott. Das sind Feiglinge. Oh, ich will nicht, ich hab Angst. Looks pretty strong. I should build a submarine out of this. Tja, brechen ist ein gutes Stichwort, denn das komplette Ding ist aus dem billigsten Material auf dem ganzen Markt gebaut worden. Billige Baurohre als Ballast. Teile wurden von Amazon und Camping World gekauft, als würde man in den Fuck... Und dafür hat er... Und dafür... ...King Obi laufen und nach einer Abteilung für U-Boot-Teile fragen. Oh ja, der ist aber richtig, Leaf. Der ist aber sehr richtig. Bist du dumm, du gottverdammter Hurensohn? Schrauben wurden in die U-Boot-Wände gebohrt. Auf ein Navigationssystem wurde komplett verzichtet, weil das mehr kosten würde und man dann nicht mehr die goldenen $250,000 Willy Wonka-Tickets anbieten könnte. There's no GPS underwater, so the surface ship is supposed to guide the sub to the shipwreck by sending text messages. Das U-Boot... Ach! Empfang in 4 Kilometer tiefem Wasser. Das ist Kapitalismus im Endstadium. Ja, da hat er wohl an der falschen Stelle gespart, weil es hat sein freaking Leben gekostet. Und das von mehreren anderen Leuten. Trust me, I'm an engineer. Alter, ihr wollt mich doch verkackeiern. Der hat doch jetzt nicht links, mehr links, das andere links, oh mein Gott. Emoji. Ja, das ist so, hey, yo. Du fährst, by the way, in die falsche Richtung. Zwinker-Emoji. Die können froh sein, dass das nicht das deutsche Netz war. Ey, Bro, sie fährt gerade auf dem Eisberg zu. Oh Gott, hallo Donut. Es kann doch aber nicht wahr sein. Mit Textnachrichten. Gaffertape um die... Oh, ich bin mir sicher, die haben Gaffertape benutzt. Hallöchen, Luna. Wurde mit einfachen Kabel... Ja, das ist nicht vom TÜV geprüft, war es mir sicher. Bin dann... Ist mir klar. Außen- das wusste ich sogar. Teile wurden teilweise mit Kleber zusammengedrückt. Oh, das Glasfenster ist für 1300 Meter geeignet. Ach ja, und wir gehen in 4 Kilometer Tiefe. Ja, kann man mal machen. Ja, das ist auch eine gute Idee. Aber es biegt sich halt nicht unter Druck. Ach, Mann. Soll aber bis auf 4000 Meter runtertauchen. Die Scheiben haben eine Stärke von 9 Zoll. Sollten sie nachlassen, heißt das in 2 Millisekunden Sayonara.
Dafür hat unser U-Boot eine Toilette. Ihr wisst schon, Tourismus und so, genauso wie im Flugzeug halt. Oh, fuck. Bei den essentiellen und... Ich frag mich auch, wie die überhaupt Signal bekommen haben, Freaks. Ich meine, der hat ja schon 90 Tauch... Also, die haben ja schon Tauchgänge vorher gemacht. Wie? Sicherheit war wohl auch nicht gekauftes DLC. Ja, ne? Da hat man an falschen Enden gespart, würde ich sagen. Stahl biegt erst, bevor es bricht. Carbon biegt sich nicht und zerbricht halt gleich. Ja. Ja, 90, aber welche? Das frage ich mich auch. Alles gut, Mucki. Und wichtigen Materialien wurde gespart. Aber Hauptsache, das U-Boot hat einen 40 Dollar. Schau weiter, dann hast du die Antwort mit den 90 Docking. I'm scared. Oh Gott, I'm scared. eBay Bluetooth Speaker, durch den man auf dem Weg zur Titanic coole Songs abspielen kann. Das sind ja auch noch die billigsten Speaker der Welt gefühlt. Hallo, Prima Fluffy. It's the final countdown. Das hier ist die Inneneinrichtung von James Camerons U-Boot. Das ist James Cameron, der tapfere Pionier. Das hier ist ein U-Boot von vor 40 Jahren. Hier noch ein U-Boot und noch eins. Und jetzt guckt euch diese XXL Ravioli-Dose an. Oh. Geil, Ravioli-Pockers. Oh my god, this looks... Pressure. Pushing down on me. Ich hab nur drip, drip, drip and I can't go. Just... Wartet, wie ging es? It's like pressure like a drip, 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 they'll never stop. Whoa, pressure like a tip, 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 do just go pump! Oh mein freaking Gott, das ist actually passend. It's pressure like a drip, 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 that'll never stop. Pressure that'll tip, tip, tip till you just go pop. Wow, oh, oh. You just go pop. Oh, Ravioli mit Käse. Oh ja, Ravioli wären sehr gut. Miserable. Holy shit. Eine aufmachbare Luke, durch die man rausklettern kann, braucht er nicht. Sein U-Boot wird erstmal mit Hilfe von Schrauben von außen zugebohrt. We're sealed. We're in here. Damit man sich danach in einer Art Vakuumkapsel befindet, um dann später von außen wieder aufgeschraubt zu werden. Das ist doch nur ein Haufen Schrott. Aus so einem Haufen Schrott kann man sehr viel machen. Zum Beispiel? Zum Beispiel ein U-Boot. Oh nein! Ein U-Boot! Oh no. Es gibt zwar 7 verschiedene Wege, um wieder nach oben zu kommen, heißt jedoch auch, dass den Passagieren langsam der Sauerstoff ausgehen würde, wenn man sie nicht rechtzeitig findet, um das U-Boot wieder aufzuschrauben. Drake? Was? Wo ist das Türloch? Es ist gleich hier, es ist doch angezeichnet mit einem fetten Stift. Oh Gott. Dieses oh Gott. U-Boot wurde unterirdisch schlecht konzipiert. Es läuft mit Wasser voll. Das ist wunderbar zum Untertauchen. 2018 hat ein Mitarbeiter ihn auf die Mängel des U-Boots und zahlreiche Materialfehler hingewiesen und ihn davor gewarnt, mit der sogenannten Todesfalle von U-Boot in die Tiefe abzutauchen. Und was hat Stockton mit dieser Kritik gemacht? Er hat... Ablage P, würde ich sagen. Ablage P. Ich gehe mal davon aus, es war Ablage P. Wie Papierkorb. Oder Steuerung X, ja. Das Senden von Informationen von Überwasser nach Unterwasser ist extrem schwierig, weil 2 Meter unter Wasseroberfläche eine Art Barriere elektromagnetisch. Ja, aber wieso haben sie das denn? Aber freaking hell! Ursa-Mann verklagt alles und jeden, aber still. Hallo Kitsumi. Ablage Personalabteilung? Nee, Ablage P wie Papierkorb. Hat ihn gefeuert, hat ihn verklagt wegen Rufmordes an der Firma und hat daraufhin bekannt gemacht, oh Gott, dass er nur noch junge Leute mit genügend oh Imagination willst du mich verarschen? Anstellen wird und keine, Zitat, 50-jährigen Weißen in seinem Unternehmen haben möchte. Ist er nicht ein 50-jähriger Weißer gewesen? Ist er nicht ein alter weißer Dude gewesen?
glaube, es war noch nicht mein Xbox-Controller. War es nicht was anderes? Weil Und daraufhin hat die Marine Technology Society, das sind sowas wie die U-Boot-Experten GigaChats, einen Sammelbrief an Stockton geschrieben, dass sein U-Boot kompletter Müll ist und er die ganze Industrie gefährden würde. Oh nein, ich habe AirPods drin. Ich kann eure Kritik nicht hören. Ich tauche jetzt zur Titanic. Blub, 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 blub. Er hat auch als einziger Mensch sein U-Boot nicht von irgendeiner Institution. Was mich verwundert, ist actually, dass sie kein AirTag an das Boot gemacht haben. Das hätte jetzt noch gefehlt, dass sie ein AirTag an das freaking Boot machen. Mit anderen Worten, für Luna hätten alle Mitarbeiter gleich ausgesehen. Ja, basically das. Institution vorher prüfen lassen. Tatsächlich kann laut dem international geltenden Seerecht jeder sein eigenes U-Boot bauen und Fahrten damit anbieten. Und das ohne Zertifizierung. Doch lässt jeder, dem sein Leben wichtig ist, sein U-Boot natürlich trotzdem vorher auf Mängel überprüfen. Es sei denn, man ist der Meinung, dass man der moderne Jimmy Neutron wäre und sowas die Innovation versteifen würde. Ja, genau so sieht's bei mir im Labor übrigens aus. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Because that's where we work with Boeing and NASA and the University of Washington. We partnered with aerospace. Du baust U-Boote im Labor, ja. NASA and Boeing on the design of our hull. Du, ich glaube, dass NASA, Boeing und wer war es noch? NASA, Boeing und wer? Eine, die zusammenarbeiten. On the design of our hull. Die anderen Aerospace nichts davon wussten, probably. Wie bitte? Alle drei Firmen verneinen die Zusammenarbeit? Seine Partnerschaft mit Boeing heißt nur, dass er vor Jahren mal Schrottteile von der Flugzeugfirma für sein U-Boot gekauft hat, welche auch noch über dem Haltbarkeitsdatum für den Einsatz in Flugzeugen lagen und deshalb für einen großen Rabatt an Stockton verkauft wurden? Oh nein! Lügner! Seine drei Firmen haben nichts mit Wasser zu tun? Das stimmt. Lügner. Und wie steuert man so ein U-Boot eigentlich? Ein Lenkrad? Ein Kontrollboard mit hunderten Knöpfen drauf, wie in wirklich allen anderen U-Booten, die es auf dieser Welt gibt? We run the whole thing with this game controller. Ja, da hat sich der Dude auch gedacht. Da hat sich der Reporter auch nur so gedacht. What the fuck, Lügner. Ja, Lügner. Der Reporter. Schaut euch bitte den Facepalm vom Reporter an. Die es auf dieser Welt gibt. We run the whole thing with this game controller. Der war auch nur so, Alter. Bist du dumm? Bist du dumm, habe ich gefragt. Das war die Sache. Willkommen zurück, Mortus. Ein funktionierendes, modernes Teil im U-Boot. Naja, modern würde ich den jetzt nicht unbedingt nennen. Ach so. Na doch, er ist kabellos. Stimmt, hoch, runter, links, rechts, vor, zurück, 6 Knöpfe reichen. Das ist nur den guten von Logitech, nicht die für den Xbox. Das ist ein 30€ Logitech-Controller. Maus ist besser, er hätte mal lieber eine richtig geile Gaming-Tastatur anschließen sollen. Come on! Ein kabelloser B-Klasse 30€ Amazon Logitech Controller. Logitech Video Game Controller! Get me out of this summer! Okay, und um fair zu bleiben, Controller sind teilweise für große Maschinen tatsächlich der Industriestandard. Einfach weil die meisten Geräte kaum bis wenige Inputs benötigen. Ja, das stimmt. I'm so scared. Aber Controller sind bei sowas nicht untypisch. Ja. Aber dann würde ich halt einen Controller nehmen, der auf das Ding ausgebaut ist, you know? Also angepasst und halt nicht einfach einen Also ich bin mir sicher, dass die Teile zwar mit Controller kontrolliert werden, aber nicht mit random Logitech-Controller. Wisst ihr, was ich meine? Oder gehe ich da gerade falsch? Gehe ich da gerade falsch ran? Der Game Controller war wahrscheinlich das Einzige, das nicht fehl am Platz war. Ein Qualitätsprodukt, oh Gott. Controller sind noch viel intuitiver als Bedienbretter, ja. Also eine Wiimote wäre die bessere Wahl gewesen. 3D-Drucker, Minimum Case ändern. Was nicht passt, wird passend gemacht. Oh ja.
Das weiß ich nicht, ob das US-Militär einfach Xbox-Controller hat. I don't know. Das ist ein Wireless-Controller. Aber ja, das ist ja sowieso noch so ein Fehler gewesen. Danke, Shinato, für den Follow. Thank you. Haben Sie was? Was? Und dann noch so, ups, Akku des Controllers ist leer. Pff, da kann man nichts mehr machen. Upsala. Militärgeräte wie Drohnen und Roboter werden mit Xbox-Controllern gesteuert. Ah, selbes gilt auch für riesige Bohrer und Baggermaschinen. Da ist es. Der Controller war wahrscheinlich das Bauteil gewesen, was am besten entwickelt gewesen sein muss. Alter. Doch hielt es Stockton Rush für unnötig, einen Notfallplan zur Steuerung einzubauen. Heißt, sollte besagter Controller mittendrin mal wirklich defekt sein, dann sind sie wahrscheinlich tot. Denn, wie sagte ein weiser Mann einst, ab einem gewissen Punkt ist Sicherheit reine Zeitverschwendung. Hat er nicht gesagt. Ach so, das US-Militär macht das auch. I see. Hat er nicht gesagt. Bitte hat er. Oh Gott. Let him cook. At some point, safety just is pure waste. I mean, if you just want to be safe, don't get out of bed. And it's meant for a 16-year-old. And it's meant for a 16... Ja, warum nicht einfach 4 Kilometer Kabel hinmachen? Ich kann diese! Er hat einfach den Controller weggeworfen. Alle 4 Passagiere unterschrieben vor der Fahrt eine Verzichtserklärung, in der auf das Todesrisiko und den experimentellen Charakter des U-Boots hingewiesen wurde. In dieser Erklärung kommt 8-mal das Wort Tod vor. Could result in physical injury, disability, emotional trauma or death. Oder Tod. Einfach Tod. Also solche Sicherheitserklärungen sind ja auch relativ normal für sowas. Also ich meine, man muss gefühlt bei allen mittlerweile halt so eine Sicherheitserklärung unterschreiben. Ganz ehrlich, Dankeschön, Ruxas. Dankeschön übrigens nochmal für den... danke für den Follow. Ich muss aber sagen, von den Passagieren finde ich es jetzt nicht leichtfertig, sowas zu unterschreiben, weil man mittlerweile bei sehr vielen Sachen sowas unterschreiben muss. Wir haben es wahrscheinlich nicht mal richtig durchgelesen. Ich meine, man muss sich nur mal das Bild von einem richtigen U-Boot anschauen. Ja, das ist eher so eine andere Sache. Ich finde es jetzt nicht verwerflich, dass sie den Mist unterschrieben haben, aber sie hätten sich vielleicht ein bisschen informieren sollen, was das für ein U-Boot ist. Das klingt fast so wie ein Papier, die man Mod unterschreiben muss. Was? Muss ich eine Versichtserklärung schreiben, um Lunas Stream zu schauen? Hast du bereits, dadurch, dass du Socken vor deinem Namen hast. Beziehungsweise durch den Follow hast du das schon getan. Ich bin geteilter Meinung, es ist schade, dass die Leute tot sind und dass es passiert ist. Aber es war eine Todesfalle. Ich würde kein Aber hinpacken. Also man kann... So, ich kann ja mal ganz kurz meine freaking Meinung zu dem ganzen Thema sagen. Ich finde es ekelhaft, wie die Medien und vor allen Dingen Social Media mit dem Thema umgegangen sind, dass sie die Menschen und vor allen Dingen deren Familien unter so einen freaking Stress gepackt haben und gesagt haben, ja, sie sind während sie noch nach den Leuten gesucht haben und possibly gedacht haben, dass die Leute noch am Leben sind, die ekelhaftesten Dinge über sie gesagt haben. Ich finde es komplett verwerflich, dass es Leute gibt, die sagen, selber schuld. Ja, eine Teilschuld trägt wahrscheinlich jeder davon. Ich weiß nicht, bei dem Kind vielleicht eher weniger, weil es ist ein freaking Jugendlicher gewesen. Da hätte eher der Vater was machen sollen. Aber das ist meine Meinung. Es ist einfach ekelhaft, wie die ganzen Medien und vor allen Dingen Social Media mit dem ganzen Thema umgegangen sind. Das ist das Ekelhafteste an der ganzen Geschichte gewesen. Weil ich glaube, dass die Passagiere von den Mängeln eher weniger wussten. Ich weiß es nicht hundertprozentig, es kommt vielleicht noch im Video. Aber der Einzige, der da wirklich was von wusste, so richtig wusste, war der Dude selber, der den Müll gebaut hat. Der ist verantwortlich. Der wusste, dass es eine Todesfalle ist. Der wusste, wie viel Probleme da sind. Das ist die einzige Person. Ich finde nicht, dass die Insassen wirklich
Also vor allen Dingen solltest du niemanden die Schuld an seinem eigenen Tod geben. Das ist disgusting. Sorry. Roar. Das musste bloß Roar. Raus. Wird noch erklärt. Ja, ich schau ja noch weiter. Ich wollte nur meine yes, Meinung geben. So. Where do I sign? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde nicht mal für $250,000 in das U-Boot einsteigen. Und wenn ich diesem Mann und seinem U-Boot mein Leben anvertrauen würde, dann möchte ich nicht hören, dass das U-Boot einen experimentellen Charakter besitzt, sondern dass die Teile aus dem seltensten Metall der Erde in den Schmieden von fucking Mordor hergestellt wurden. Die 90 geglückten Fahrten zur Titanic, mit denen vorher geworben wurde, ganze 77 davon wurden vor dem Erreichen des Wrackes, aus meist technischen Gründen, abgebrochen. Bitte was now? Bitte was now? Gute Nacht, Otter, bitte was now? Ja, was das für eine Todesfalle war, wussten die Passagiere nicht. PS, wer liest AGBs? Ja, was das für eine Todesfalle war, wussten die Passagiere nicht. Und dementsprechend, es ist einfach disgusting, denen irgendeine Schuld zu geben. Du solltest nie einer Person die Schuld an ihrem eigenen Tod geben. Das ist einfach disgusting. Let the world burn. 14% Erfolgwahrscheinlichkeit. Wochen. You just cry a lot? And just keep the dream alive. In einer Fahrt haben die Passagiere das U-Boot in einen Stein gerammt. Oh shit. In der Fahrt eines YouTubers hat der Controller nicht richtig funktioniert. Und das durfte er dann auf YouTube. Oh Gott. Sehen wir es mal positiv. Einmal ist es im Wrack angekommen, ja. Wobei, ich weiß nicht, ob das schon. Das wissen wir gar nicht. Oder? Roar, Ari, danke schön für den Follow, thank you so much. I can tell you right now, I feel like I dodged a bullet. In fast jeder Fahrt wurde laut Berichten ein Geräusch gehört, was den Sound einer Pistole glich. Und wisst ihr, was das war? Ich will nicht, will ich wissen, was es war? Ja, 77 sind fehlgeschlagen. Prometheus, danke für den Follow, thank you. Da war mit meiner Aussage von vorhin ja fast richtig, es geht 100 Mal gut und beim 101. Mal passiert was. Naja, es ist nicht 100 Mal gut gegangen, leider. Ich will nicht wissen, was es war. I'm scared. Die U-Boot-Teile, die Kilometer weit unten, langsam aber sicher auseinanderrissen und die Materialien vom U-Boot zerbröckelten. The what now? Should have just hired a 50-year-old white guy. Aber Hauptsache, das U-Boot kann in 3000 Metern Tiefe Despacito über die billigen Lautsprecher abspielen. Juhu. Hier, fahren! The freaking... Deshalb nutzt mal keine Ahnung. Ach, so ein kleiner Knacks, es hält noch. Ey, aber ihr kennt... Leute. Nee. Ihr kennt alle die Carglass-Werbung. Ihr kennt alle die Carglass-Werbung. Denn aus jedem Steinschlag kann ein gefährlicher Riss das werden. Und dann hat der Prüfer leider keine Wahl. Durchgefallen. Natürlich haben wir ihm das sofort geholfen, aber das kostet gleich zweimal. Nachprüfung das und die Selbstbeteiligung für die neue Scheibe. Rufen Sie deshalb bei einem Steinschlag sofort genau das! Genau das habe ich immer im Kopf, wenn irgendjemand von sowas in der Richtung redet. Oh, fuck. Jede Fahrt, die er bis dahin gemacht hat, war so, als hätte er vorher auf gut Glück ein paar Würfel gewürfelt. Alter. Nein, als hätte er bei jeder Fahrt russisch Roulette gespielt. Und das Schlimmste daran, es war ihm bewusst. The only way we were going to be able to help humanity unlock the secrets of the ocean was to get past the regulations. Stockton Rush hat What? Einen zur Titanic tauchenden Sarg gebaut und ihn für Superreiche als eine Tourismusneuheit und Innovation der U-Boot-Industrie verkauft. Okay, legt euch rein. Dass das Ganze nur ein riesiges Stück Schrott ist, wurde den Passagieren mit Familien und Liebenden, die zu Hause auf sie warteten, natürlich nicht kommuniziert. We lost comm. I think that would be a sentence I would never want to hear in my life again. Man könnte jetzt natürlich auch argumentieren. Ja, das kann ich mir vorstellen und ich hoffe, du wirst es auch nie wieder hören müssen. What the hell? Oh mein Gott. Was macht Justin Bieber jetzt hier? Was macht Justin Bieber hier? Bieber, Justin, what are you doing?
Hi, Boy. Tieren, dass die Passagiere sich vorher einfach mal informieren hätten können, warum 4000 Meter weit unten vielleicht nicht der sicherste Ort für ein Selfmade-U-Boot ist. Und deswegen gilt hier, wie fast überall, die Regel. As you can see, the more you fuck around, the more you're gonna find out. Der Gedanke war einfach zu verlockend. Ein Tourismuskonzept, bei dem man mit einem U-Boot verlässlich die 4000 Meter Marke erreichen kann, das riecht nach Geld. Money, 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 money. Es würde 50% des Planeten eröffnen und das wäre nicht nur ein riesiger Schritt für die Forschung, sondern würde es ihn innerhalb ein paar Jahre zu einer der reichsten Menschen der ganzen Industrie katapultieren. Und als das Internet zusammen mit den gemeinsamen Recherche- und Archivfähigkeiten, auch genannt Reddit und der Twitter-Timeline, Wie gesagt, Twitter war einfach ein Sh-hole. Ein S-hole. Ein S-Sternchen-Sternchen. T-hole. Geld, was sonst natürlich. Das hätte man wahrscheinlich nicht mitbekommen, aber trotzdem, was erwartest du von Twitter? Alter, what the hell? Könnt ihr bitte nicht knallen schon wieder? What the freaking hell? Genau diese ganzen Infos vor sich ausgebreitet rumliegen sah, war der Schritt, über diese unglaublich skurrile und dumme Situation Memes zu machen, nicht mehr weit gewesen. Meme! Approved! Als dann auch noch rauskam, dass alle Passagiere ausschließlich superreiche Menschen sind, ist wirklich jegliche überbleibende Empathie auf Null gefallen. Ja, und das war einfach. Also das war einfach nicht okay. Sorry, aber das war einfach nicht okay. Pay $250,000 for the full Titanic experience and it was delivered to them. Sinking is part of that experience. Ich meine, Milliardäre, die für einen Riesenhaufen Geld in einen Sarg steigen, der von einem billigen Controller gesteuert wird. Also ich hätte ja den Controller hätte ich ja irgendwie gesehen. What the hell ist da draußen los? Sekunde mal. Die feiern nicht Buna, nee, das war ein Helikopter. Nee, es ist absolut egal, ob die Menschen Geld hatten oder nicht. Es ist ein Mensch, der eine Familie hat. Schießerei bei Buna, ich hoffe ja mal wohl nicht, ne? Um sich die Ruhestätte von verstorbenen Milliardären anzuschauen und seit Tagen in tausenden Metern Tiefe auf ihre Rettung warten und sehr wahrscheinlich jeden Moment sterben werden? Es ist zu absurd, als dass man da keine Witze drüber machen könnte. Kawasaki! Die legendäre Woche, in der das ganze Internet voll mit Memes über ein verschollenes und langsam der Sauerstoff ausgehendes U-Boot war. I am under the Good evening, please help me. Ihr werdet sie mitbekommen haben, eure Oma hat sie mitbekommen, der einsamste Holzfäller irgendwo in Kanada hat sie mitbekommen, die Fische im Wasser haben sie offensichtlich mitbekommen. Die Ocean Gate Titan Memes schienen wirklich nahezu perfekt, jeden einzelnen Checkpoint von berühmten Internetereignissen der letzten 20 Jahre zu erfüllen. I'm scared. Ich hab Angst vor, was jetzt kommt. Davor habe ich gerade mit am meisten Angst. Einfach weil, keine Ahnung, es ist halt einfach echt wild gewesen, was da abgegangen ist. Jojo Reference, what? Die Gruppe von Leuten, die ihre Photoshop-Skills funkeln haben lassen und die Social-Media-Plattformen wie verrückt mit Memes versorgten. Ich kann sehr gut mit Druck umgehen, auch. Oh Gott. Das U-Boot in den Backrooms, das U-Boot in Bikini Bottom, das U-Boot und die Orcas, das U-Boot und das Seemonster. Das sind ja wenigstens noch so, also so von dem her, was ich gesehen habe, sind das ja noch wenigstens die, you know what I mean, die sind wenigstens noch... Naja. Ja, es waren einfach zu viele, um sie alle aufzählen zu können. Natürlich haben die Simpsons vor Jahren mal eine Folge gehabt, in der ein U-Boot verloren geht und Homer langsam der Sauerstoff ausgeht. Es wäre einfach kein... Die Simpsons haben es immer vorhergesehen. ...richtiges Internetgeschehen ohne eine Simpsons-Folge, die das Ganze schon mal perfekt und akkurat vor Ewigkeiten vorhergesagt hat. Die Simpsons werden es immer rausfinden. Dankeschön, was für den Follow. Thank you nochmal so much für den Raid. Dankeschön, naja, thank you. Ich hoffe, Elden Ring hat dich nicht zu sehr... fertig gemacht.
wie mich, als ich das erste Mal gespielt habe. No! Ein TikToker und andere Genies, die in einer komplett anderen Dimension lebten, weil sie in dem U-Boot-Ereignis irgendeine Art von größerer Verschwörung sahen. Michael, they did what? Und die Quentins waren super. Oh mein Gott, du hast die Quentins schon gesehen. Die sind wirklich cool. Aber die Roten sind böse. Aber die anderen sind super. Oh, so amazing. Ich bin so unfähig in Elden Ring, aber es macht so Spaß. Ich bin unfähig, aber es ist sehr geil. Conspiracy theory is that they're not actually lost, but this is all for publicity because they're millionaires and billionaires. Is this? Oh God, they did what now? They did what now? They did frickin' what? The only submarine that this company has and uses, do they not have more equipment to go and save these people? If you're homeless, just buy a house. Die Rothschild-Oceangate-Theorie. Oh mein Gott. Die Theorie, dass sie ihren Tod aus Steuergründen gefaked haben und jetzt irgendwo in den Stripclubs von Atlantis chillen. Gab es wirklich solche Sachen? Verschwörungstheoretiker sind echt speziell. TikTok in a nutshell, it is. Oh mein freaking Gott. Was ist das mit dem Carpador passiert? Carpador hat Dinge gesehen. Away to an island forever. Yeah, they're probably figuring it out. I don't know. It's just get away. Can't believe, yeah. These people had to have been in trouble or something and needed to fake their death. Something ain't right and the government's gonna try to control the media. Das ist halt schon irgendwie ein bisschen sehr cringe. Dumm, du redest zu viel. Es ist an. Das ist halt schon ein bisschen sehr cringe. Es ist alles nur eine große Ablenkung von den wichtigen Dingen in unserem Leben, wie zum Beispiel Tauben oder dem. Nein, Chiginagis. Fakt, dass es wirklich Leute. Chiginagis sind mehr important. Gibt die Gartenzwerge in ihrem Garten stehen haben. Maybe the news is just trying to hide something big from us. Big Chungus. Gestreckt. Big Chungus. Big Chungus. Yes. Big Chungus. Big, was big hat Chungus. Das U-Boot bitte mit der flachen Erde, dem Malaysia-Flug 370? Oh mein Gott, das haben die nicht wirklich. Bitte sagt mir, das war nicht wirklich. Oh mein Gott, dankeschön, Nanz, dankeschön für den Follow. Oder Joe fucking Biden zu tun. Nein. Biden, blast! Die Cosplayer, die sich das Ganze nicht zweimal sagen lassen haben und mit einem oder manchmal auch zwei Kostümen ihre kreative Ader zur Schau stellen. Oh mein Gott, they did not, was? Jeder war der Meinung, dass er da unten locker überleben würde oder sich einfach aus der Lage befreien könnte, wenn er wollen würde. Warum steigen die nicht einfach aus dem U-Boot aus? Jeder war der Meinung, dass er die Passagiere da unten... Ja. Das ist doch so einfach. Steig doch einfach aus dem U-Boot aus. Main Character Syndrome, yes? ...mit Leichtigkeit retten könnte, wenn er nur wollen würde. Sowas wie Unterwasserdruck gibt es nicht. Nö. Hä? Nö. Aber das U-Boot hatte doch keine Tür. Die konnten nicht aussteigen. Die hätten doch einfach die Scheibe einschlagen können, wie so bei einem Bus, wenn da ein Busunglück ist. Verstehe ich nicht. Einfach die Scheibe einschlagen. Komisch. Manchen muss man wohl eine Musikkreide holen. Ja, waren sie, glaube ich. Hätten wir abprobiert. Einfach den Nothammer einbauen, ja eben. Einfach Ozeanwasser ablassen, einfach den Stöpsel ziehen. Ja, natürlich. Was sind das für dumme Aussagen? Das Internet ist dumm, yes. Und Aqua kann man, hat man keine Zeit, der musste einen Film... Achso, Aquaman hatte keine Zeit, ja, ja, ja. Den ADAC rufen, um es abschleppen, oh Gott. There are 8 reasons why I hate the internet. Yeah. Jeder war auf einmal U-Boot-Architekt und Experte und wollte seinen kompetenten Senf dazugeben. I am an expert. This submarine sucks. I am an expert too. I am an expert too. This submarine was a piece of garbage. Expert, expert here. Those are experts. Expert, expert, expert here. The expert, expert. Das U-Boot würde überleben, wenn Stockton Rush einfach nur dies und das Teil und ein fucking Jetpack dran gebaut hätte. Wenn er einfach alles ausgetauscht hätte und nicht eine Sardinenbüchse Ravioli-Buchse gemacht hätte? Ja. If all 5 passengers are losing air, why don't they just breathe? Das U-Boot würde überleben, wenn Stockton Rush einfach den Konami-Cheatcode eingegeben hätte. Das U-Boot würde überleben, wenn man Vin Diesel sagen würde, dass sich seine Familie gerade dort unten befindet. I got family. Oh Gott, warum Regel die, 34 warum die des Internets besagt... Warum die ihr... Sorry. Fluffy, das Wort musst du, glaube ich, rausschneiden. I'm sorry. I wanted to say another word.
Und ich habe, glaube ich, einfach das falsche Wort gesagt. Flavie, ich glaube, das musst du rausschneiden. Should have hired a 50-year-old white guy. Yeah, you should have. Dass im Internet über jedes Thema Pornografie existiert. Oh nein, nein. Aber warum ist das ein Ding? Ich weiß, Regel 34 existiert, but why, nein, no, don't, why, über U-Boote, no, auch nein, über dieses nein, U-Boot. How many men had she inside her? I think that's enough internet for today. You. It is. What the fuck is wrong with you? I nutted. Artworks vom U-Boot. Zahlreiche Filmposter. Comics von Boomer, die viel... I don't want to see this. Rule 34 is sometimes just really... In irgendwelchen TV-Magazinen landeten Spotify-Playlisten mit Songs, die man hören kann, wenn man auf dem Weg zur Titanic ist. Parallelen zu Games. Warum? In welchen das U-Boot ab jetzt durch irgendwelche Mods... zu spielen ist oder nachgebaut wurde und, naja, in Rekordzeit zur beliebtesten Gaming-Map wurde. 250k is crazy. Lego Nachbar. It doesn't. That's the thing, it doesn't. Hi, Wursti, weil laut ist gleich funny. Manch, ja. Aber nicht, wenn man es overused. Und das war gerade zu oft laut innerhalb von kurzer Zeit. Das braucht für mich und mein Brain ein kleines bisschen mehr Pause zwischen zweimal laut. Ear is getting by. Love Music! Dankeschön, Snake, für den Follow! Bauten von dem Ocean Gate Titan U-Boot mit dazugehörender Titanic im Hintergrund. Oh, warum ist meine Hose kalt und nass? So stirbt Batman nicht! Und, ich... Sag 90 Dezibel, Buna. I'm sorry! Ich weiß nicht, was das hier... Danke für den Follow, thank you! Ist wahrscheinlich ein Seifenspender oder so. Und was? Was? Und, ich weiß nicht... Was das hier? Was ist das? Markus' neues Rührgerät. Muss ich jetzt Marco fragen, was das ist? Das ist einfach ein U-Boot aus Silikon. Wofür nutzt man das? I'm confusion. Google das nicht. Aber es ist einfach nur... Das ist eine Taschenlampe. Ich glaube nicht, dass es eine Taschenlampe ist. Das wollen wir nicht wissen. Okay. Da steckt der Mann das rein. Warum? Warte, was? Ich weiß nicht, was das hier ist. Wahrscheinlich ein Seifenspender oder so. Und der Controller. Oh mein Gott, der Controller. Mom said, it's my turn to pilot the submarine. Stockton Rush hätte einfach einen Guitar Hero Controller mitnehmen sollen, um dann die berüchtigte Highway to Hell-Kombo spielen zu können, damit das U-Boot wieder hochtauchen kann. Hey Leute, was sagt ihr zu meinem Controller für mein U-Boot, was ich bauen möchte? So, bitte, Mr. Krabs, ist wieder ganz wie neu. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass Stockton Rush... Falls das Blue Monster kommt, schießt es. Bitte sag mir, dass es nicht das ist, was es. Das ist das, was es auch gibt, was so aussieht wie ein Mund, aber es soll was anderes imitieren? I guess. Why? Doch. Nein. Was? Aber. Da fragst du noch, aber warum? Aber warum willst du dein Ding da reintun? Every Luna Flower, Every Luna Flower, Every Luna Flower. Okay, es gibt Leute, die sind Objekte viel, aber... Na nu, Boot! Why? Weil es geht? Ja, dann hol dir doch, was weiß ich, kein U-Boot! No King-Shaming, yeah, I'm not King-Shaming, aber ein U-Boot! Really? Nein, ein U-Boot! Gibt es nicht schönere Dinge als ein U-Boot? Morbus Kobold, oh Gott, bitte erinnere mich nicht an Morbus Kobold. Vor allen Dingen nicht an den Vater, der es einfach testen wollte, ob sein Sohn die Wahrheit gesagt hat und das gleiche gemacht hat wie sein freaking Sohn und diesen blöden Morbus Kobold.
einfach mit der Nintendo Zapper-Pistole ab. Stockton Rush hat wahrscheinlich schon längst geraged und seine Controller geworfen und hat aus Versehen das Fenster getroffen. Deine Eltern sind Geschwister! Dreckige Hurensohn, ich werde deine... Warum funktioniert mein Controller nicht? Ich habe die Anleitung genauso befolgt, wie es dieser schlaue Mann gesagt hat. Wenn man diese ganzen Memes von 4chan, Reddit und Gott weiß woher in einen zeitlich sinnvollen Zusammenhang in Form einer Geschichte erzählen würde und sich zufällig die Mühe machen würde, das Ganze zusammenzusetzen, dann würde diese Geschichte genau so aussehen. Oh mein Gott, jetzt bin ich gespannt. Das neue Titanic, let's go. Directed by the Alles Internet. Fing an mit einer Explosion und 6 Passagieren, von denen einer der geheim versteckte Saddam Hussein war. Auf dem Weg zum Wrack begegneten sie einem in Low-Quality drehenden Fisch und zahlreiche Katzen im Taucheranzug. Alle waren sich einig, dass Dr. Rush schließlich einen Stickdrift mit seinem Controller hatte und so sind sie in einen naheliegenden Stein geknallt, was ein großes Loch im U-Boot... Ja, eindeutig. In die Osterinselstatue. Hi, schwarze Rosenwolf. ...hinterlassen hat. Doch craftete er schnell mit dem Holz, was er mitbrachte, 2 Minecraft-Schilder und platzierte sie so, dass das Wasser nicht mehr reinfließen konnte. Oh mein Gott. Wie kreativ ist das bitte? Fortgeschrittene Physik. Schließlich erreichten sie das Wrack und sahen dort die Urahnengeister der Titanic, mit denen sie dann zusammen einen Fortnite Chuck-Chuck tranken. Die Titanic-Geister hatten jedoch große Probleme damit, das Konzept von Blockchain und Fortnite zu verstehen und so machte sich die Crew wieder bereit für die Heimfahrt. Doch leider waren die Batterien des Controllers leer. Und so haben sich Redditor zusammen mit Aquaman auf die Suche nach dem U-Boot gemacht. Doch wurden sie... Ich dachte Aquaman... Wer hat gesagt, dass Aquaman zu tun hatte. Aquaman war ja eindeutig dabei, Leute. Die abgefangen von Nautilus aus League of Legends, der einen Pentakill machen wollte. Und so weichten sie aus und crashten in 2 zufällig direkt nebeneinander stehenden Wolkenkratzern aus der naheliegenden Unterwasserstadt Ohio. Und Gott sei Dank haben sie... Warum Ohio? Warum Ohio? Das kommt alles im Test dran, ja. ...gerade so überlebt. Doch langsam ging der Sauerstoff aus und sie verlierten Stück für Stück schmerzhaft ihre Lebensherzen. Sie haben sich dann noch aus irgendeinem Grund gegenseitig gegessen und ab da sah der letzte Überlebende Thaddeus Tentakel nur noch schwarz. Das U-Boot wurde nach 2 Tagen... Warum ist das gerade so eskaliert? Oh, hi, oh. Das macht... Das ist die kleine... Wann war nochmal der Test morgen? Schließlich am Strand. Im englischen Stream. Rand angeschwemmt und das Rettungsteam eilte sofort zur Hilfe, um es zu öffnen. Heraus kam, ich habe mir das nicht ausgedacht, Leonardo DiCaprio mit Zombie-Make-up und sagte die Worte, Rose, du hast mich getötet. Ja, ihr hört richtig. Das ganze U-Boot-Ding war nämlich nur ein Publicity-Stunt für den kommenden Film Titanic 2, Jack is back. Titanic 2, Jack's back. Ja, eindeutig gute Fortsetzung. Gab es nicht sogar einen 2. Titanic-Film? Okay, und um wieder zurück zur echten Geschichte zu kommen. Es sind mittlerweile 2 Tage vergangen, in denen die Passagiere dort unten... Ja, gab es, seht ihr? Dankeschön, vielen Dankeschön für den Follow. Thank you so much. Ich trinke gleich was. Steckten. Keiner weiß, wo sie sind. Sie wissen nicht, wo sie sind. Doch plötzlich gab es einen Lichtblick. Canadian surveillance aircraft detected underwater noises in the search area for a second day on Wednesday. Ab dem Sonnenaufgang des 20. Juni hörte man in regelmäßigen Abständen laute und erkennbare Klopfgeräusche, welche auf einen Hilferuf der Passagiere schließen könnten. Oh, das geht langsam zu weit! Was habe ich gerade gesagt? Ich rufe die Polizei! Und so wurden noch mehr Suchtrupps ausgesendet. Von der US-Küstenwache bis zu der Navy, der Air Force, der kanadischen Küstenwache oder der nationalen Luftwache. Also ja, die Air Force kann da halt auch nicht mehr ganz so viel machen. Waren keine Ressourcen zu schade, um das U-Boot zu finden. Seeaufklärungsflugzeuge, die nach einem eventuell aufgetauchten U-Boot an der Oberfläche suchten. Sonarbojen, die ins Wasser geworfen wurden und die Gewässer nach Objekten abscannten. Huh? 41 sonobuoys. Natürlich. Sonobuoys.
Sun Boys! Seeaufklärung ist ein Ding. Ja, da oben das Sehen, aber ich glaube, ja, es hätte den. Naja. Es war schlimm eigentlich, war von Anfang an relativ klar, dass eine katastrophale Fehlfunktion vorliegt, aber diese Hoffnung machen war den Familien gegenüber einfach unanständig. Ich glaube auch, dass die Familien versucht haben, einfach noch die Hoffnung zu bewahren, weil sie einfach die es gab ja die Möglichkeit, dass sie noch überlebt haben, dass sie vielleicht irgendwo aufgetaucht sind. Es gab theoretisch die Möglichkeit, aber die war halt sehr gering. Kam man auch auf die Idee, mit anderen U-Booten zu suchen, doch das einzig verfügbare U-Boot zu der Zeit, was ebenfalls in solche Tiefen abtauchen kann, gehört, ob ihr es glaubt oder nicht, dem König von Steam, Gabe Newell. Wait, was? Is that Gabe? Come on, not every dude with a beard. Hi, this is Gabe. An der das U-Boot wahrscheinlich gerade gebraucht hat, um in irgendeiner geheimen Marianengraben-Unterwasserbasis Half-Life 3 zu entwickeln, damit es nicht nochmal ein Jahr vor Release geleakt wird. Was? We're almost there, Freeman. Ferngesteuerte Unterwasserfahrzeuge wurden eingesetzt, die den Ozeanboden nach dem U-Boot absuchten. Victor 6000 zum Einsatz kommen. Wer ist Victor 6000? Nee, ja, das habe ich auch gerade gefragt. Welcher Victor? Dankeschön, Unicorn Warrior, dass du den Giftstab von Kalle verlängerst. Thank you so much. Vielen, vielen, vielen Dank. Unglaublich viele Schiffe, die sich in alle möglichen Richtungen aufteilten, alle auf der Suche nach einem nicht ortbaren und nicht identifizierbaren Klopfgeräusch. Okay, ich muss sagen, ich habe die vorher noch nicht gehört, aber die klingen tatsächlich wie Klopfgeräusche. Ich hätte das auch als Klopfen interpretiert, aber das kann halt von allem anderen auch kommen. Der große Bruder von Victor 5000, ach so, Victor 6000 ist der kleine Bruder von Dimitri 2500. Das ist ein sehr komplizierter Familienstammbaum, wie ich sehe. Natürlich kam das überselbstbewusste Internet auch mit eigenen Ideen an, um irgendwie das U-Boot zu retten. Man soll den kompletten Ozean einfach aussaugen lassen. Das U-Boot konnte durch das geniale Internet gerettet werden. Ja, wir müssen einfach alle an einem Strang ziehen, ne? Ist ja auch nur ein bisschen salzig. LOL-Player sollten das abkönnen. Das Gesetz der Anziehung. Milliardäre, ein 12-jähriges Mädchen, es taucht wieder hoch. Natürlich war das ein Post von 4chan. Eindeutig. Also ist mit Banging Noises wirklich Fickgeräusche gemeint gewesen, um sich gegenseitig warm zu halten? Ja, der pakistanische Milliardär wärmt seinen Sohn herzerwärmend, indem er ihn brutal und trocken in den Arsch fickt. Die anderen sitzen drumrum und stocken rasch, hältst den Kontrolle und macht Autogeräusche. Eine Theorie war auch, dass die Killer-Orcas hinter dem Ganzen steckten, welche schon Monate zuvor mehrmals die Herzen des Internets eroberten, weil sie zahlreiche Fischerboote angegriffen hatten. Killer Whales are not our friends. Stop rooting for the Orcas ramming boats. Nice try, boat. Gleichzeitig gab es... Warte, wann war das? Wann war das? Finn war's? Warte, wann war das? Auch noch einen kleinen Zwischenskandal, weil der Stiefsohn von einem der vier Milliardäre, die an Bord waren, nicht gerade sensibel auf das Verschwinden seines Stiefvaters reagiert hat. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Milliardär kämpft ums Überleben. Sein Stiefsohn flirtet mit OnlyFans-Model. Milliardärs Stiefsohn geht lieber zum Rockkonzert. Oh, what is he supposed to do? Be sad at the house? Is he supposed to go look for himself? Yes. Er ist supposed to be sad, yes. He should. Technically. You're supposed to be at... Wenn man seinen Stiefvater hasst, ich mache ihm keinen Vorwurf. Ich liebe meinen Stiefvater. The house, sad. The goat. Als nach 4 Tagen immer noch nichts gefunden wurde, waren es nur noch Stunden, bis dem U-Boot der Sauerstoff ausging und so wurde das Suchgebiet verdoppelt. Sonarschleppbojen. Es wurden Hightech-Suchgeräte eingeflogen, die auf den ersten Blick an irgendwelche Raumschiffe aus Star Wars erinnern. Das sah eher aus wie dieses Ding von Elon Musk. Ersten Blick an irgendwelche Raumschiffe aus Star... Ja? Viel Spaß im Glück, Yashina. Das sieht fast aus wie dieses Ding von Elon Musk, das ja, der Cybertruck. Aus Star Wars erinnern. Ja, so ein bisschen. Die Medien und das Internet waren derweil damit beschäftigt, Timer für den Sauerstoff einzustellen und sich von den gefühlt 20... Einer der Gründe, warum ich echt keine Nachrichten schaue. Ich habe das zwar mitbekommen über Twitter, aber
Ich schaue keine Nachrichten genau wegen sowas. Gleichen U-Boot-Witzen zu langweilen so sehr, dass Leute in den Kommentarspalten anfingen zu zählen, wie viele Memes sie darüber heute schon auf ihrer Timeline hatten. Leave me alone! Ja, so ein Timer ist halt echt gottlos, ja. Okay. Nachrichten sind wichtig, aber es ist einer der Gründe, warum ich einfach, mental tut es mir nicht gut. Ich weiß, man sollte sich mit Nachrichten beschäftigen, das ist auch wichtig. Aber mental tut mir einiges einfach nicht gut und das Wichtigste kriege ich noch von Freunden und Familie mit, wenn wirklich was Krasses passiert. Dann kriege ich das auch noch mit, ist vielleicht nicht gut, einfach Dinge einfach zu verdrängen. Aber ja, ein Hulk Hogan aus Thunder in Paradise. Was genau hat dich daran erinnert? Und Hallöchen! Dankeschön, Gatrix, dankeschön für dein Follow. Viel Spaß mit den Follow-Emotes. Teilweise sind Nachrichten echt gottlos, kommt halt drauf an, wo du deine Nachrichten schaust. Mein Nachrichtenkonsum runtergefahren. Also ich gucke immer mal auf die Schlagzeilen. Und das reicht mir erstmal meistens. Dieses Boot. Ach so. Ja, so ein bisschen. Wir haben es verstanden. Ihnen stand das Wasser bis zum Hals. Die Leute, die darüber Witze machen, sind ja so tief gesunken. Stockton Rush kann nicht mit Druck umgehen. Doch bitte, lasst mich jetzt wieder normale Memes angucken. Und so vergingen die letzten Stunden. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit, bei dem ein U-Boot mit 5 Milliardären irgendwo auf dem Weg zum Wrack der Titanic feststeckte und mitten in der Dunkelheit der Tiefsee Stück für Stück an Sauerstoff verlor. Ist einfach epischer als der freaking Trailer für dieses U-Boot. Warum ist das so viel epischer als der Trailer für das freaking U-Boot, Guys? Mit den Explosionen! Willkommen auf der Titanic. Weil Stu es gemacht hat, True. 111 Jahren nahm die RMS Titanic 5 weitere Menschen mit in ihr Grab. Keiner der 5 Passagiere hat überlebt. Oh Gott. Nun, die Story so vor sich ausgelegt, klingt an sich ziemlich glaubwürdig, doch entspricht sie nicht ganz der Wahrheit. Da die Medien gefühlt im Sekundentakt neue Artikel darüber veröffentlichten, was denn jetzt mit dem U-Boot passiert sei und somit einige Falschinfos wie angeblich geleakte Kommunikationstranskripte oder oh mein Gott, sie haben den Controller gefunden im ja, okay, das war sicherlich der Controller. Kommunikationstranskripte oder oh mein Gott, sie haben den Controller. Eindeutig kein Controller. Controller gefunden im Umlauf waren, wäre es vielleicht mal an der Zeit, ein bisschen aufzuräumen und sich anzugucken, was genau passiert ist. Das U-Boot verlor nach 2 Stunden den Kontakt zum Mutterschiff. Die Leute in der Kommandozentrale warteten ganze 8 Stunden, bis man das vermisste U-Boot. Das finde ich halt allein schon so. Die haben 8 Stunden gewartet. 8 freaking Stunden! U-Boot meldete. Warum so lange? Nun, es rückt die Firma nicht in das beste Licht, wenn man einen vermissten Fall meldet. Trotzdem! Ich finde, es rückt die Firma... Okay. Erstens kannst du die Firma sowieso nicht mehr in gutes Licht rücken. Nummer 1. Nummer 2. Ich finde, es rückt eine Firma in ein viel schlechteres Licht, wenn sie 8 Stunden wartet, wenn was passiert. Just saying. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ich finde, das ist ein bisschen ein schlechteres Licht. Dann muss für Investoren und zukünftige Passagiere eine dicke rote Flagge. Man hatte wohl sehr lange gehofft, dass es nur eine kurzzeitige Unterbrechung war und für den guten Ruf gingen sie über Leichen. Nachdem nach mehreren Tagen der angebliche Sauerstoff ausging und die Suchaktion vorbei war, berichtet... Besonders wenn der Chef mit dem U-Boot ist, ja. ...die US Navy auf einmal, dass man
zufälligerweise ein Geräusch, was einer Implosion glich, bereits 2 Stunden nach dem Abtauchen aufgenommen hatte, aber sich nicht sicher war, woher das Geräusch kommen würde und die... Leute trotzdem tagelang suchen lassen hat. Was übrigens auch damit zu tun hat, dass sie nicht verraten wollten, welches streng geheime Militärtechnologiesystem das Geräusch so schnell aufnehmen konnte. Heißt also, das U-Boot ist implodiert. Woher man das weiß? Nun, das hier war der Kameramann und hat somit als einziger überlebt. Ganz simpel. Es wurden nach ein paar Tagen Wrackteile des U-Boots durch einen Suchroboter gefunden. Waren von Anfang an tot? Ja. Trotzdem hat man als Familie Hoffnung. Sagen wir so. Und spätestens dann war klar, was passiert war. Shortly after arriving on the seafloor, we discovered the debris of the Titan submersible. Sadly, a rescue turned into a recovery. I have to apologize, we're still demobilizing. A lot of emotions. People are tired. Die 5 Passagiere tauchten am frühen Sonntagmorgen hinab. Das Material hat, nachdem es schon über mehrere Monate hinweg beschädigt wurde, den extrem starken Außendruck nicht mehr standgehalten. 7. Klasse Physik. Außendruck stärker als der Innendruck. Ja, allein, dass das Material... Also ich weiß nicht, wie man überhaupt auf die Idee kommt, aus sowas... Das ist schnell in so kurzer Zeit die Teile gefunden worden. Ja, das finde ich tatsächlich auch krass. Das finde ich tatsächlich auch krass. Tod durch Implosion ist leider besser als Tod durch Ersticken, das stimmt. Ja, das weiß ich, Bombe ist da, I understand that. Innendruck und das U-Boot ist implodiert. Okay, und was genau heißt implodiert? It is explosion. Just backwards. Viele Leute hatten anscheinend ziemliche Probleme mit dem Begriff, denn einige Internetnutzer hatten sehr interessante Vorstellungen davon, was passiert, wenn der Druck von 380 Bar oder die Last von 100 fucking Elefanten auf einen stößt. I'm doing this with my mom. Du bist tot. Das kann ich dir sagen. Das war doch bei der Titanic auch so, dass sie einen Schaden hatte. Ja, aber es kam halt dann noch dazu, dass die da, also beziehungsweise ich glaube, bei der Titanic ist es nur vermutet. Ich bin mir gerade unsicher. Mind. In case you were wondering, this is all telekinesis. Nein, so sah das nicht aus. So auf keinen Fall. Das hier ist nett animiert, aber auch falsch. Diese Bildanimation verdeutlicht den dramatischen Moment, als die Hülle des... Oh Gott, das ist vom Bill. Luna stimmt Elefanten. Nee, so viel kann ich nicht stimmen. Dankeschön für den Follow, Nico. ...die Tauchbootes auf dem Weg zur Titanic implodiert. Wow, schöne Animation für 2003. Ja, aber Implosion ist doch nach innen. Ich weiß, was du meinst, Noxash. Aber Implosion ist doch nach innen, oder nicht? Hier ist ein Metalltank, der implodiert. Ja. Genau, okay, so. Das sieht schmerzhaft aus, ist aber nicht mal ansatzweise so stark wie der Druck, der an 3000 Metern Tiefe herrscht. Stellt euch einfach vor, ihr sitzt da drin und die Kraft ist ca. 400 mal so schnell und so stark. Und jetzt schaut euch an, wie ein Körper, der durch gerade mal 90 Meter unter Wasserdruck komprimiert wird, darauf reagiert. Oh Gott, oh Gott. Das war Ketchup, ne? Das ist Ketchup. What the fuck? Nicht vergessen, das U. Warum high-pfeifen sie sich? Weil du dick. Das war kein echter Mensch, Gott sei Dank, Janne. Ich glaube, sonst dürfte man das auch nicht zeigen. Aber warum? Achso, die Mythbusters! I see. Und das war nur 90 Meter. Oh mein freaking God. U-Boot implodierte tausende Meter God. Tief. Das war jetzt aber auch wieder eine falsche Animation, just saying.
tot. 20 Millisekunden. Der Körper wird pulverisiert, bevor das Nervensystem überhaupt wahrnehmen konnte, was passiert war. Was übrig bleibt, ist eine Suppe aus Menschenteilen und große Überreste des U-Bootes, welche danach noch mühevoll geborgen werden konnten. Debris is consistent with a catastrophic implosion of the vessel. Die Implosion war so stark, dass die Passagiere von einem auf den anderen Moment einfach aufhörten zu existieren. Oh, das ist hart. Das ist sehr hart. Was ist das Rote, was da austritt? Konfetti. Could have helped them instead of just recording. Deutsche Arbeitgeber fragen, ob man morgen trotzdem zur Arbeit kommen kann. Fragt man sich nachher natürlich immer, woran die Lehne hat. Ich sag immer, woran die Lehne hat, fragt sich immer. Doch, Moment. Oh mein Gott. Das einzige Tröstende für die Familie ist, dass sie nicht leiden mussten. It is, aber... Mal, wenn die Ocean Gate Titan nach 2 Stunden implodiert ist, was war dann das Klopfgeräusch am 3. Tag? Vielleicht. Also ich glaube, es könnte basically alles sein. Oder? Also, ich meine, so ein Klopfgeräusch. Es gibt da genügend Tiere, die halt legit irgendwas, ja, Fisch oder sowas. Es gibt ja genügend, was da irgendwo gegenschlagen kann mal. Sendet mehr Menschen. Sendet mehr Menschen. Sendet mehr. Die am weitesten verbreitetsten Theorien sind, dass es Geräusche vom Wrack der Titanic waren, ja, oder dass sowas. Tiere in tausenden Metern Tiefe diese Geräusche produziert haben. It was whales having sex. Doch. Ein Dosenfisch, lass mich raus. Ja, es war eindeutig der Dosenfisch. Silly Buna, unter Wasser gibt es doch keine Tiere. Was? Tiere? Unter Wasser? Sind wir mal ehrlich, wir wissen alle ganz genau, welches Ungeheuer hinter diesem Sound gesteckt hat. Nosferatu. Danach wurde Ocean Gate als Firma geschlossen. Die Spuren der Tragödie... Ja, wie soll... Also sorry, aber sowas überlebt halt eine Firma auch nicht, ne? ...wurden versucht... The ocean is the soup, you already mentioned it. The ocean is the soup, everyone knows that the ocean is the soup. ...zu verwischen und der YouTube-Kanal wurde runtergenommen. Ja, Mucki, aber es existieren ja auch sowas wie Delfine. Und Delfine sind keine Fische. Couldn't handle the pressure it seems. Die Tiefseeindustrie und alles, was auch nur ansatzweise mit U-Booten zu tun hat, ist danach so gut wie ausgestorben. Einfach, weil jetzt keiner mehr freiwillig in ein U-Boot steigen möchte. Was wiederum auch heißt, dass wir die Tiefen des Ozeans für die nächsten 50 Jahre erstmal nicht genauer betrachten werden können. Ich finde halt U-Boote und Unterwassersachen sehr interessant, aber es ist halt... gruselig, ich würde es halt niemals machen. Bade sind auch keine Fische. Ja, das kommt auch mit dazu. Habe ich kein Problem mit. Der Mitbegründer von Ocean Gate kam dann auf die geniale Idee. Ach, das war der Dude! Warte, ich habe das gar nicht mitbekommen, dass das der Dude war. Gute Nacht, Thrawn. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Sich anstatt dem Meeresboden dem Venus zu widmen. Ich dachte, das wäre jemand anderes. Did you know? The only reason we are unable to live on Venus is because we would fucking die. Warum will er zur Venus? Ist er dumm? Ja, er ist dumm. Ich meine, U-Boote bauen kann er. Also, so halb. Raketen werden da ja nicht so weit entfernt sein. Er sagt, Innovation muss Barrieren durchbrechen. Barrieren durchbrechen? Will er denn auch zur Venus fliegen? Aber dann fliegt er bitte alleine. Aber Frau Bluna, das war ein großer Nein! Das kennen wir doch irgendwoher. Und hier musste ich wirklich 20 Artikel darüber lesen, um sicherzugehen, dass der Typ das wirklich ernst meint. Don't worry, his rocket is safe. He made it out of toilet paper this time and uses the SpongeBob controller for... OS, here we go again. Ja, aber da steigt bitte niemand anderes ein, hoffentlich. Deering. Oh, die ganze Sache hatte außerdem ein paar lustige Side-Effects. My Heart Will Go On landete auf einmal wieder in den Billboard Top 100. LOL! Dankeschön für den Foto, thank you. Nachdem Leute anfingen, durch den U-Boot-Inzident den Song wieder zu streamen. Boy. Mathe- und Physiklehrer haben jetzt ein weiteres Szenario, was sie in ihre Aufgaben einbauen können, welches nicht einen Mann beinhaltet, der 5000 Bananen kauft. Das will ich aber nicht haben. Das will ich aber absolut nicht haben. Frage ist, was haben sie gefunden? Ich glaube nicht viel. Möchte. No! No!
Logitech erhöhte den Preis für den Controller nach der Tragödie, einfach weil Angebot und Nachfrage. The famous Logitech controller that was used on the sub is now a bestseller on Amazon. Und das Produkt hat auf einmal Alter, ich will so einen Hoodie haben wie er. Did you see his hoodie? Ich will genau so einen haben. 5000 Bananen kaufen möchte. Logitech erhöhte den Preis für den Controller nach der Tragödie, einfach weil Angebot und Nachfrage. The famous Logitech. There, I want this. It's a. Oh God, it's so cool. I want this. Controller that was used on the sub is now a bestseller on Amazon. Und das Produkt hat auf einmal einige interessante Reviews dazu bekommen. Die habe ich sogar mitbekommen. This makes me so angry. I can only go down with this controller. Up button doesn't work. It makes me so angry. I'm about to implode. Und auch das Spiel Iron Lung, in dem es um ein klaustrophobisches U-Boot geht, kriegte auf einmal... Hä, warte, Iron Lung geht um ein U-Boot? Ich dachte, es geht dort um halt die literal Iron Lungs, wo halt Leute drinnen liegen mussten, die nicht mehr atmen konnten. Ja, die Hoodies sind supposed to be that big. Oh Gott, ich sehe da... Ich dachte, Iron Lung ist halt eine literal... geht um literal Iron Lungs. Es geht um U-Boote, lol. Ich hätte gedacht, also ganz ehrlich, ich finde so ein Horrorspiel über diese actual Iron Lungs noch viel krasser. Überraschend viel Liebe vom Internet ab. Input funny rich men dying in a sub-joke here for the 1 millionth time. Firmen wie Polio, Subway glaube, mit ihrem Werbeschild, Mediamarkt mit einem Controller-Angebot und zahlreiche andere waren sich alle nicht zu schade, die ganze Sache irgendwie zu vermarkten oder darüber Witze zu machen und werden genau... Corgi Poncho, let me see. Genauso wie die meisten auch. Warum ist der so teuer? Deswegen wohl in der... Warum kostet der 95 Euro? Hölle landen. What's this, you fucking piece of shit? What the? I'm sorry, okay? I am sorry! Fuck is this? Wow, danke Pornhub, dass die mir zeigt, dass das U-Boot... Was? 15.000 Cocks tief implodiert. Sony und Honda stellten außerdem vor kurzem ein E-Auto vor, welches sich mit einem Controller steuern lässt. Und sofern die Leute damit nicht fahren, wie bei GTA 5 oder das Ding mitten auf der Autobahn implodiert, steht einem zukünftigen Release nichts mehr im Weg. Nein, TikTok, dieser YouTuber hat nicht die Teile des U-Boots am Strand gefunden. Das ist ja noch nicht mehr der gleiche Controller gewesen. 33? Nein, Luna, kein Auto für dich. Ey, ich kann Auto fahren. Ich kann sehr, sehr gut Auto fahren. Glaub mir, ich bin ein guter Autofahrer. Wir wissen, wie das ist. Nein, ich bin ein sehr guter Autofahrer. Die Logitech-Aktie ist nicht dadurch gecrashed, was jedoch sehr lustig wäre. Und nein, man hat keine Five Nights at Freddy's Sounds über die Unterwassermikrofone aufnehmen können. Guys, is this Freddy Fazbear? Viele Medien redeten auch darüber, dass man doch noch Teile der Körper bergen könnte. Doch möchte ich hier auch nochmal erwähnen, dass alle U-Boot-Insassen gefucking Thanos-snapped wurden und wahrscheinlich nur noch Flüssigkeit von ihnen übrig blieb. Nun gibt es Gerechtigkeit für die Familien der vier Passagiere, die Stockton Rush umgebracht hat? Wahrscheinlich nicht. Denn wie will man bitte ein Gerichtsverfahren gewinnen, wenn man vorher eine Verzichtserklärung mit 8-mal dem Wort Tod unterschrieben hat? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du einen sehr guten Anwalt hast, die Eltern tatsächlich eine Möglichkeit oder die Verbliebenen eine Möglichkeit finden werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Verbliebenen irgendeine Möglichkeit finden werden. Weil, also ganz ehrlich, ich bin nicht small, aber ganz ehrlich, also in den USA geht das bestimmt. Leider nicht, aber es ist in den USA. In den USA kannst du jeden verklagen. Ja, aber wen willst du anzeigen? Den Rest der Firma. Den Vorstand. Der Rest der Firma. Außerdem steht Stockton Rush ab sofort auf der Wikipedia-Liste für Leute, die an ihren eigenen Erfindungen gestorben sind. Da steht übrigens auch der russische Ingenieur Valerian Abakowski, der auf die glänzende Idee kam, ein Propellerflugzeug mit einem Zug zu kreuzen und den Aerowaggon baute. Nun, starker Wind. Ein bitte was? Fluffy, deswegen habe ich gesagt, ein guter Anwalt könnte eine Möglichkeit finden. Da irgendwas... Ich meine, wenn die Verzichtserklärung nicht alles abdeckt,
würde ein guter Anwalt sicherlich eine Möglichkeit finden. Wind, 114 km/h Geschwindigkeit, der Wagen entgleiste und... Für die Wissenschaft! Aber... Ich dachte mir, ich kann dieses Video nicht beenden, ohne euch das mitgeteilt zu haben. Nun, was lernen wir aus dieser ganzen Geschichte? Dass dumme Menschen mit viel Geld gefährlich sind? Wussten wir schon. Dass man die Natur nicht unterschätzen sollte? Das wussten wir auch schon. Ja! Also, was nehmen wir mit aus einem tragischen Szenario, das so gut wie niemandem auf dieser Welt jemals passiert wäre? Geht nicht in irgendwelche random U-Boote rein. Es schmeckt nach Ananas. Es schmeckt nach Ananas. Es schmeckt nach Ananas und radioaktiv. Es schmeckt nach Ananas.